Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier an dem Mittwochabend. Und wir spielen heute sehr, sehr schnell los und zwar die neue Jurassic World Map. Aber legen wir los. Start! Ja, heute geht's richtig schnell los, denn ich möchte viel von der Map schaffen. Ultra, hi! Ja, ich habe jetzt gar keine Musik an, weil ich würde eigentlich gleich sofort loslegen. Aber alles gut bei euch. Ich hoffe, bei euch ist alles tutti hier. Puh. Was ihr gar nicht wisst ist, während das Intro läuft, fange ich hier noch an, 1000 Accounts einzuloggen. Streamlabs, Stream Elements, damit der Chat hier läuft und der ganze Kram. Also das ist immer so ein bisschen... Hui. Okay. Ja. Also als allererstes, hoffentlich habt ihr es gesehen. Es gibt jetzt endlich... Merch auf YouTube, es hat lange gedauert, es war echt mega aufwendig, hallo David, ist jetzt auch oben am Chat, also nicht hier im Bild, ne, das hier ist ja nur im Bild, ne, ja, da ist ein Pflaster, ja, hier ist ja nur im Bild, ne, so, aber am richtigen Chat oben ist zum Beispiel Merch angepinnt, falls ihr da mal reingucken wollt, sind noch nicht viele Artikel, noch nicht viele Motive und so, das wird jetzt nach und nach so ein bisschen aufgebaut, ich wollte das mal aktiver machen, zum einen, zum anderen, vielen lieben Dank an den lieben Johannes und Microsoft, dass wir heute die Jurassic World Map spielen dürfen, weil ich glaube, man kann die erst ab morgen kaufen, ne? Ich glaube, erst ab morgen gibt's die. So, und ich habe in die Map mal reingeguckt und die scheint wie gemacht zu sein für mich. Deswegen müssen wir die heute spielen und ich mache auch mal gleich direkt los. Gleich. Zwei Minuten haben wir. So. Und was letzten Stream gefehlt hat... Die L-Base Cap. Und wenn man richtig cool ist. Weißt du, wenn du nicht weißt, ob die Base Cap nach vorne oder nach hinten soll, ziehst du einfach zwei an und schon geht's los. So. Okay, pass auf, ich mach. Warte. So. Ich mach mal an hier, ne? Wollen wir direkt loslegen? Hast du die schon geholt? Okay. Ja, ich hätte die Map, die Jurassic World Map, hätte ich schon früher machen dürfen. Ich glaube, seit vorgestern hätte ich das gedurft oder gestern. Aber ich wollte die halt im Stream machen, ne? Und wir legen jetzt auch direkt mal los. Ich habe schon angemacht. Also Lars geht einfach direkt on point hier. Warte. So. Man hört dich fast nicht, das kann gar nicht sein. Lieber Sam, da musst du mal die Boxen aufdrehen, weil ich pieke schon fast. Also ich übersteuere schon fast. Guck mal hier, Minecraft Jurassic World. Hallo, Cynix GHG. Und ich habe eben schon gesehen, wir hatten schon eine Euro-Spende, bevor der Stream losgegangen ist. Dankeschön dafür. Jurassic World überleben einfach und ich würde sagen, wir legen einfach mal sofort los.
Ah, schon wieder am Meckern. Welche Haarfarbe hast du? Im Moment einfach ganz ekliges Blond, weil es ist alles rausgewaschen. Ja. Wir sind hier. Wir haben keine Musik, wir haben mit Absicht keine Musik an, weil gleich kommt die... Ja, kommt die Jurassic Park Musik. Und, warte, ich muss noch gerade Grafikeinstellungen ändern. Sichtfeld, so. Wir legen sofort los heute. Heute geht's richtig ab hier. So. Ja, oder Bedrock? Bedrock. Wie cool. So. Magst du Jurassic World? Jurassic Park. Die World habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber Yari, danke schön, dass du ein neues Mitglied hier bist. Oder hast du verlängert? Ich weiß gerade nicht. Da. Okay. Was haben wir hier? Welcome to Isla Nublar. Ach ja, bei Jurassic World waren das ja verschiedene Inseln, ne? So. Willkommen in Jurassic World. Dinos, über 60 verschiedene Dinos in der Luft, an Land und im Meer. Und die sehen richtig cool aus, wir werden die gleich sehen. Da, guck mal, da oben ist schon wer. Wir gehen mal los. Magnetbahnmitarbeiter. Es ist super cool. Kleine Katze, dankeschön. Spielst du jetzt nur noch Bedrock? Quatsch, heute kam Mystery is Java. Also, easy. Magnetbahnmitarbeiter, du, alles gut. Deine Haare fliegen. Einer nimmt seine Haare fliegen. Da hat aber jemand was meinen Skin vergessen. Die Haare fliegen, Alter. Was habe ich verpasst? Pia, noch gar nichts. Wir haben gerade angefangen. So. Hallo, ich bin Lina. Hallo, Lina. Lars, grüßt du mich? Lenny, Benny, hi. So, okay. Die Magnetbahn verbindet jede Attraktion mit dem Innovationszentrum. Im Innovationszentrum kannst du das Hammond-Schöpfungslabor besuchen. Wir müssen Dino-DNA finden und daraus neue Dinos züchten. Also es ist wirklich wie so Minecraft mit Ark kombiniert. Das ist super cool. Wo du Dinosaurier entwickeln kannst, sowie den Kontrollraum, wo du den Park verwalten kannst. Magnetbahn, boah. Das sind die neuen NPCs, ne? Mega cool. Ich glaube, ich muss in die Richtung, ne? Huch, gar kein Gequatsche vorher. Nachher. Gequatsche machen wir am Ende. Ich will unbedingt die Map austesten, weil ich finde die so cool, dass ich gerne ein Projekt machen würde. Ich dachte, du grüßt niemanden. Hey, ich mach das nach Lust und Laune. Ich gehe ja nicht hin und grüße alle durch. Aber... Dankeschön, dankeschön. Alter, das ist so cool und da rennen alles Männchen rum. Guck mal da. Ich will Dinos sehen. Alter, das ist so cool einfach. Es ist so cool. Es ist einfach so cool. Wenn die Musik zu laut ist, bitte ein bisschen meckern. Aber Alter, das ist so cool. Es ist 1A nachgebaut. Das ist so cool gemacht einfach. Magnetbahn-Mitarbeiter. Willkommen in Jurassic World. Die Musik ist so episch, ich kann gar nicht weiterspielen. Ne, so rum, ne? Es ist so cool einfach. Gänsehaut pur, sagt der Christian, ja. Hört die Musik auch irgendwann auf? Mhm. Hallo, Hanna. Kannst du bitte den Chat aus... Hier ist doch gar kein Chat. Das musst du selber machen am Handy. Okay, ich hoffe, die Musik ist jetzt vorbei. Okay, legen wir mal los. So, willkommen in Jurassic World. Das Innovationszentrum ist direkt geradeaus. Such einfach nach der hohen braunen Pyramide aus Glas. Okay.
Eine hohe Pyramide aus Glas. Okay. So, geile Mucke. Ja, ne, Jurassic Park halt einfach. No, 90er, ne? Ich glaube 1992 oder so war der Film. Minecraft Pro. Haha, dankeschön. Warte, ich mach wieder ein bisschen leiser, ne? Das ist so laut gerade. Warte, hier so. Machen wir mal so. Ja. Leitfaden zu den sanften Giganten. Ne, wir wollten erstmal. Oh, Dinos! Kleine Baby-Dinos. Okay, wo ist denn diese Pyramide, die wie wo ich finden soll? Da ist ein Arzt, okay. Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht, okay. Guck mal, das ist voll der Turi. Guck mal, der hat eine Kamera um den Hals hängen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. 1993, okay. 1993 war der erste Jurassic Park Film. Und der war damals so episch. Abschnitt 1, Wartung, Arzt. Was haben wir da? Schnellbau. Also wir können hier, es ist wirklich wie so ein Aufbauspiel, ne? Wir müssen Gehege bauen, wir müssen Dinos fangen, wir müssen, die Musik macht mich fertig. Okay. Alter, wie cool ist das denn? Wie cool. Weißt du, ich bin einfach mega gehypt, weil das ist für mich so Kindheit, ne? Als Jurassic Park rauskam, war ich noch klein und hab das einfach so gefeiert. Auch wenn es ein bisschen gruselig war, aber. Das ist Innovation Center. Sollen wir da rein? Da leuchtet so. Aquatic Park? Ich geh mal hier rein. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Die ist bei mir so laut auf den Ohren. Ah, guck mal, ein Hologramm. Wie cool ist das denn gemacht? Kann ich da auch durchlaufen? Ist das... Ach, wie cool. Ein Hologramm. Mega cool. Mhm. Das ist ja... Kann ich... Seite 1 von 4. Der Spinosaurus. Cool, dass ihr das schon vorher wisst. Ich liebe die Musik, ich habe den Film auch gesehen. Sehr cool. Der Spinosaurus, historischer Saurier, der Spinosaurus, gleitet wie ein Krokodil unter der Wasseroberfläche und sein riesiger Rücken ragt wie eine Haiflosse aus dem Wasser hervor. Wenn er Beute an Land erspäht, stürzt er sich darauf und schnappt mit seinem starken Kiefer zu, um sein Opfer zurück ins Wasser zu ziehen, wo es ertrinkt und dann gefressen wird. Genetisches Rezept. Dreimal Spinosaurus-DNS, zweimal große DNS, einmal Fleischfresser-DNS. Okay, Variante biolumineszierender Spinosaurus, also biolumineszierend ist leuchten, ne? Also die leuchten dann auf natürliche Weise. Und farbenfroher Spinosaurus. Okay, es ist mega cool. Wir sollten aber in diese Pyramide, wir sollten nicht hier rein. Lars, du musst die Musik ausmachen, sonst bekommst du einen Copyright-Strike. Nein, ich bekomme keinen Strike. Ich kann es nur nicht monetarisieren, alles gut. Aber will ich auch gar nicht. Da lege ich gar keinen Wert drauf, jetzt hier in dem Stream. Das ist mir vollkommen egal. Ich suche einfach nur diese große Pyramide, die ich finde. Was ist hier? Elektrizität, Gefahr. Okay. Hallo Lars, ich will die Mod auch noch holen, morgen oder übermorgen. Ja, viel Spaß. Also ich bin jetzt schon mega geflasht einfach. Okay, durch die Tür gehe ich nicht. wo ist die große... Das ist doch die große Pyramide, oder bin ich blind? 11 Dislikes, schämt euch. Ach, egal. Das ist nur Neid. Das ist nur Neid, mehr ist das nicht. Hallo Elias. Das ist doch die große Pyramide. Hier sollten wir rein. Das war die Pyramide. Ja. Entschuldigung. So, was ist hier endlich? Ach so, hier kommen wir wieder raus. Okay. Oh, und wir können Essen kaufen. Okay. Was habe ich denn überhaupt? Ich habe 4 Katastrophenkeulen. So, Hammond Creation Lab ist hier. Ja, ich gehe mal dem gelben Gebubbel hinterher, ne? Oh. Ey, wann bist du YouTuber? Wie, seit wann? Seit ich halt YouTube mache, hey? Dr. Wu! Dr. Wu! Labor. Okay, ich gehe mal ins Labor, ne? Ich glaube, wir sollen in den Kontrollraum. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Namen waren. Waren die so? Ich glaube, ne?
Guten Abend, Lars. Hallo, Ayo. Der Park ist derzeit geschlossen, also machen wir keinen Umsatz. Allerdings kommt es auch nicht zu Katastrophen. Wir müssen weitere Dinosaurier züchten und die Ausstellung fertigstellen, bevor wir den Park eröffnen können. Begib dich aufs Dach und sprich mit Herrn Masrani über die Beschaffung von mehr DNS. Okay, mach ich. Ich will Dinos klonen, aber aufs Dach. Und weiter geht's. Herr Masrani? Hallo, Herr Masrani? Also, wir wissen, Männer, die Pink tragen, ne? Die sind auf jeden Fall nicht ganz glücklich. Alter Schwede, was ist denn hier los? Wie gefällt dir mein Park? Sehen die Dinosaurier zufrieden aus? Begib dich zur Fossilgrabung und zu den Bernsteinminen, um weitere Dinosaurierproben für den Park zu finden. Ich kann nicht sogar hinfliegen. Ich habe gerade meinen Flugschein gemacht. Wenn du bereit bist, Dinosaurier zu züchten, kehre ins Labor zu Dr. Wu zurück. Funkgerät nehmen. So. Flughandbuch. Habe ich jetzt auch eins. Und Fossiliengrabung. Ab dafür. Ich dachte, ich werde jetzt wirklich geflogen. Das sah so aus, als... Okay. Hallo? Wir gucken mal gerade. Es ist einfach, einen Hubschrauber zu fliegen. Um den Hubschrauber zu steigen, musst du ihn einfach nur benutzen. Beweg dich vorwärts und... Ach, wir hätten doch selber fliegen können? Warte, kann ich nochmal zurück? Ich will selber fliegen. So? Kann ich einfach... Nee! Okay, hüpfen ist raus. Ach, wie cool. Ich fliege einen Hubschrauber. Und sonst so? Alter, wie cool ist das denn? Tja, mega gut. Leckt ein bisschen. Nee, bei mir nicht. Keine verlorenen Frames. Warte, ich will mal. Ich land mal wieder, weil ich habe keine Ahnung. Boah, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe keine Ahnung, wo diese Ausgrabungsstätte ist. Aber. Alter. Wie heißt das Spiel? Das ist die Jurassic World Map. Das ist mir zu laut. Entschuldigung. Ich muss gerade ein bisschen so. So, okay. Fliegen können wir also. Kehre zu Herrn Masrani zurück. Ja, nee, das will ich gar nicht. Wir gucken mal nach Fossilien-DNA. Wäre ein cooles Thumbnail. Lars im Hubi. Paläontologe. Die Fossilien an diesem Ort haben dem Labor ein paar der besten genetischen Materialien geliefert. Nutze diese Schaufel, um dich durch den Sand zu graben und nach neuen Fossilien zu suchen. Benutze das Extraktionswerkzeug. Also Ex ist immer... Weg, raus, nach draußen, ne? Rausholen. Extraktionswerkzeug mit einem Fossil, um eine Probe zu erhalten. Wenn du eine Probe erhältst, wird dir angezeigt, wie viele noch verbleiben. Okay. Schaufel, so, und wenn ich hier arbeite, will ich auch was zu essen haben. Danke. Na, guck mal, da ist so ein Fossil, glaube ich, ne? Kann ich hier jetzt... So. Eine ist... Stygimoloch-Probe. So, oh, Alter, diese Dino-Namen. Okay, gibt es jetzt noch mehr Proben? Also kann ich hier jetzt einfach irgendwie weiterschaufeln irgendwo so? Einfach so, la 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 la. Muss ich Proben finden? Hört immer auf zu schaufeln, das ist sehr merkwürdig. Also muss immer wieder neu drücken. Kennt ihr Dr. Bennings? Ja, kennen wir. So. Er hört immer auf zu schaufeln. Das ist sehr merkwürdig. Ich muss jeden Block so selber klicken irgendwie. Okay. Ich glaube, hier gibt es keine Proben mehr, ne? Wir sollten nur diese eine finden, glaube ich. Okay. Und jetzt muss ich zurück ins Labor zu Dr. Wu. Jonas, danke schön, aber ich habe deinen Kommentar gesehen. Alles gut. Ja. Dann gehen wir gerade einmal zurück. Darf ich mal hier rein? Danke. Ab ins Labor. Dr. Wu, ich habe da DNA-Proben. Dr. Wu.
Meine Arbeit der Schöpfung von Dinosauriern aus DNS-Fragmenten. Im Übrigen ist DNS die deutsche Abkürzung für DNA. Ja, also. DNA ist Desnukleinribonumazid oder sowas, ne? Also, S steht für Säure und A für Azid, also, so. Egal. Fragmenten dauert jetzt schon 2 Jahrzehnte an. Alles beginnt mit einer Probe, die in Bernstein oder Fossilien stecken kann. An Station 1 lernst du, wo wir die Proben lagern. Wenn du da draußen weitere Proben findest, kannst du dieses Extraktionswerkzeug benutzen. Ich hab doch schon... Wieso krieg ich denn hier alles 1000 Mal? Okay. So, dann gehen wir mal zur Station 1. Wo ist die? Station 1. Ist das hier nicht Station? Hallo? Willst du einen Hotdog? Wenn du eine Probe nimmst, klonen wir eine endlose Menge davon und füllen diese Kühllagereinheiten damit. Wenn du mehr Proben nimmst, erscheinen weitere Einheiten an der Wand hinter mir. Nimm zu Anfang mehrere Proben aus der Lagereinheit, die mit Gulimimus beschriftet ist, und begib dich dann zur Station 2. Okay. Ich hab doch gar... Also, wo ist denn Gulimimus? Kamel, Baumfrosch, Schildkröte... Hä, die machen, die klonen einfach alles hier. Was ist denn los mit denen? Alter, nachher klonen die auch irgendwelche kranken Influencer. Ach, das sind Schalker-Kisten, okay. Cool. So, ich geh mal zur Station 2. Fläschchen werden genutzt, um DNS aus Proben zu entnehmen. Platziere die Probe auf dem Extraktor und rote, blaue und grüne Fläschchen unten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Fläschchen zur DNS. Du brauchst 3 rote DNS, 2 blaue DNS und 1 grüne für Station 3. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so... Blub, blub. Nee. Was muss denn da rein? Platziere die Probe. Ich hab doch hier Proben. Ach so, wahrscheinlich da, ne? Ach so, und dann brauche ich noch 3 rote Flaschen. Die kann ich jetzt hier so blub, blub, blub. Und dann brauche ich noch 2 blaue Flaschen. Die mache ich dann hier mal. Und hier hole ich aber die Hälfte wieder raus. So viel brauchen wir ja gar nicht. Warte. Da. Nutella mit oder ohne Butter? Die klassische Frage. Immer mit. Ah, so, jetzt müssen wir eh gerade warten. Da kann ich ein bisschen Chat lesen. Was hältst du von den Jurassic-Filmen? Anfang sehr gut und dann wurden die, naja, immer. Hallo, was seid ihr denn hier für komische Mitarbeiter? Wurden die immer schlechter? Wie ich finde, aber es ist halt Geschmackssache, ne? So, 1 grüne Flasche. Hau mal hier die grüne da rein. So, danke. Kann man denn Nutella ohne Butter essen? Ey, das klebt doch so pervers. Wie bist du so berühmt geworden? Ich bin doch gar nicht berühmt. Hallo? Bin so random im Internet. Alles gut. Okay, Station 3. Die ist hier. Wahrscheinlich darf ich dann hier... Blub, blub, blub. Wahrscheinlich darf ich hier irgendwie so... Wir versuchen es mal ohne Hilfe. Oh, warte, die Flasche war noch gar nicht fertig. Bin ja auch ein Held. Hm. Hi! Der letzte Film ist aber echt... Entschuldigung. Der letzte Film ist aber echt super. Ich muss ehrlich sagen, den letzten habe ich gar nicht gesehen. Den letzten habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ich glaube, der vorletzten auch nicht. Ich glaube, ich habe Jurassic Park gesehen, Jurassic Park 2 und World 1 oder so. So. Jetzt habe ich ein Embryo, danke. Und jetzt muss der hier... Inkubation, jetzt muss der hier ausgebrütet werden, ja? So. Das ist ein Minecraft, du kannst doch nicht ein Embryo in den Ofen stecken, Alter. Du kannst doch nicht ein Embryo in den Ofen stecken, das arme Embryo. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Map kostet. Ich habe die von Microsoft so bekommen. Hallo, ich bin Moritz. Hallo, Moritz. So. Jetzt haben wir ein Ei. Okay. Station 5. Wahrscheinlich muss es jetzt hier irgendwie rein. Nur Baby-Dinosaurier. Ja, ich habe ein Ei. Kann ich das jetzt einfach hier spawnen? So, ist das so ein Spawn-Ei? Warte. Ach, wie niedlich. Neue Saurier. Neue Eier wurden dem Labor hinzugefügt. Ich verstehe. Neue Eier. Ach, wie niedlich. Jurassic World ist bereit zum Öffnen. Benutze den Hebel im Kontrollraum. Also erstmal, welcher Hebel? Ich muss wieder in den Kontrollraum. Das ist Labor, ne? Ich muss in den Kontrollraum. Warte.
Der Dino ausgebrochen? Wer macht hier einen Krach? Hallo Marius, Pizza! Ich bin voll gehypt. Ich glaube, ich mache echt eine kleine Reihe von der Welt. Die ist so cool. Dritter Stock. Wo ist der Hebel? Jetzt können die Besucher kommen. Claire, ich mach das. Wir öffnen. Alter, guck mal hier. Das ist halt ein Park, ne? Das ist wie so ein Besucherpark. Da, wie so ein Zoo für Dinos ist das. Das ist cool. Das haben wir hier. Park geschlossen. Aktive Desaster. Hype. Verdienst und Highscore. Echt, das funktioniert. Alter, wie cool. Tod durch Ei, ja. Wir verdienen sofort Geld, weißt du? Ist so im echten Leben. Du drehst einen Schlüssel rum, zack, sofort läuft die Kohle auf dein Konto. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Kohle läuft. So, und jetzt? Gehen wir mal gucken, was habe ich denn hier überhaupt bekommen? Ein Schraubenschlüssel, eine Armbrust, Betäubungspfeile, Betäubungsstock. Ach du Heilige. Eine Parkbroschüre, Dinosaurier fangen. Ach du Heilige. Okay. Das heißt, wir müssen den Park reparieren, müssen Dinos wieder einfangen. Sehe ich das richtig? Wir haben hier eine Dinosaurierfalle, eine Parkbroschüre, die im Übrigen Level 4 ist. Weißt du? Die Broschüre hat sich mit einer Bildzeitung geprügelt, hat den Battle gewonnen und ist jetzt Level 4. Isla Nublar, okay. Das ist ja cool. Ich gehe einfach mal raus. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt ein Haufen Besucher kommen oder nicht. Garage, Labor... Garage? Abschnitt 1 Wartung. Hallo? Die Parksicherheit kann Stürme nachverfolgen und Saboteure in Abschnitt 1 festnehmen. Mhm. Kann ich jetzt hier... Entschuldigung. Alter, ist ja schnell! Abschnitt 1, Schnellbauversorgung, Wartung, Wetterstation. Abschnitt 3, Hügel, okay. Wie cool! Was habe ich verpasst? Wir haben jetzt unseren ersten Dino erst künstlich geklont. Wo komme ich denn hier raus? Sag mal, das ist so Versorgungstunnel unter der Erde. Gallimimus Valley, okay. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Okay. Ich bin so 1990, ist unfassbar. Was haben wir hier? Da steht Waffenschmied. Ernsthaft, ein Waffenschmied. Du hast Hunger? Ah, ja, ein bisschen. Jetzt chill doch mal, du komm. Oh, warte mal. Kann ich jetzt hier... Ah, okay, nee. Da müsste ich da durchs Tor, ne? Warte. Geht das wieder zu von alleine oder muss ich hier... Mega Junge, sehr mega, dankeschön. Hallöchen. Ich hoffe, du bist lieb. Ich hab ein Auto. Alter, wie cool. Alles gut? Fühlst du dich tutti? Alter, wie cool. Die scheinen auf jeden Fall schon mal nett zu sein. Die scheinen mir nichts zu tun irgendwie. Aber guck mal, die laufen sogar vor einem weg, oder? Laufen die so vom Auto weg? Nee, okay, die laufen einfach nur so rum. Das ist ja mega. Velociraptoren. Ja, sicher? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig zu erkennen. Die Map ist mega gemacht. Ein Desaster, ein verheerender Sturm zieht auf. Begib dich zu Abschnitt 2 und nutze die Wetterstation, um seinen Pfad zu verfolgen. Sie befindet sich am westlichen Ende der Insel. Okay, Wetterstation, ich komme, alles gut. Die war irgendwo hier hinten, ne? Wetterstation, war die nicht irgendwo hier hinten? Abschnitt 1, Abschnitt 3, wir müssen wieder zurück. Indiana Jones kommt. Abschnitt 2, Wartung, Wetterstation, okay. Ich komme. Kann man die Dinos essen? Ich frag für einen Freund. Ey, das ist keine Imbissbude hier, ja? So, Wetterstation. Ist hier die Abschnitt 2 Sicherheit?
Wo ist die Wetterstation? Scheint da nicht was von Wetterstation hier? Waffenschmied? Schnellbau? Warte, ich guck mal gerade hier bei der Sicherheit. Was ist mit dem hier? Die Parksicherheit kann Stürme nachverfolgen und Saboteure in Abschnitt 2 fest... Sturm nachverfolgen. Im Kontrollzentrum einsehen. Toll. Er scheint vorbeizuziehen. Ist aber nicht so schlimm. Okay, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Wir gucken mal gerade hier im Schnellbau, was das ist. Keine Ahnung. Ich kann dir beim Bau einer neuen Ausstellung helfen. Ich habe eine Blaupause für eine Koppel oder ein Trainingszentrum. Du kannst die Blöcke in dieser Truhe nutzen, um den Ort zu verändern oder zu bauen. Was immer du willst. Speichere den aktuellen Aufbau und lade ihn, lösche ihn außerdem diesen... Warte, ich will einfach mal Koppel. Wie geil ist das denn? Hallo Justin! Ich brauche nur noch 999.999 Euro, dann bin ich Millionär. Ja, schon mal gut, dass du es weißt. Der hat hier einfach mal instant eine Koppel hingeklatscht. Was geht denn mit dem? Okay. Wie cool. Oh, kriegen wir bitte Glastüren in Minecraft? Ich finde das super. Hast du schon mal Ark gespielt? Ja, habe ich einmal. Oh, ist das nicht dieses Ding, wo die versuchen, den T-Rex reinzutun im Film und dann bricht der aus? Ist das nicht das hier? Wo die hier mit dem Kran so Essen reinheben und so, weil die den füttern wollen und dann dreht der voll durch. Ist das nicht dieses Ding hier? Ich glaube, es ist das Ding, ne? Am Anfang von Jurassic Park. Ich glaube, es ist das Ding. Egal. Dina, dann leg dich mal hin und dann sind die Kopfschmerzen morgen schon wieder weg. Alles gut. Okay, das ist schon mal cool. Nee, in Dominus Rex. Okay. Ich glaube, ACU ist hier der Wagen immer, ne? Und was ist der ACU? Waffenschmied? Kann ich Raketenwerfer an mein Auto machen? Wenn du einen Dinosaurier konfrontieren, narkotisieren oder transportieren musst, dann solltest du diese Ausrüstung haben. Armbrust, Pfeil, Transportkiste, Quadspawn, Rüstung. Rüstung habe ich nicht. Ich nehme mal Rüstung. Saboteur in Abschnitt 2. Am südwestlichen Fährhafen entdeckt, wo Besucher zuerst auf der Insel ankommen. Wir haben den Standort mit einem Heißluftballon markiert. Okay. Ich komme sofort mit dem Elektroschocker, mein Freund. Ich komme. Kann ich eigentlich irgendwie... Das müsste irgendwo da hinten sein, ne? Was hat denn hier eine Hose? Okay. Und Antidinos. Antidino-Stiefel. Okay, wo ist der Heißluftballon? Das müsste ja irgendwo hier hinten sein. Ich habe nur gesagt, die haben das markiert hier hinten. Ich komme. Oh, da gibt's Essen. Schnellbau G. Okay. Ist das denn schon... Kann ich halt einfach alles instant bauen? Das finde ich nicht so cool. Hä, es muss doch irgendwo hier hinten sein. Wo ist denn das? Nee, das ist ein Gehege hier. Oder? Ah, nee. Hier komme ich. Hier komme ich also. Entschuldigung. In den Wartungsbereich. Also in den Besucherbereich. Magnetbahnmitarbeiter? Seht ihr einen Luftballon? Tschüss, Lars. Tschüss, Katrin. Brumm, brumm. Ja, seht ihr. Die haben noch gesagt südwestlich, ne? Das wäre dann irgendwo. Hier, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Warte. Was auch immer da drinnen passiert, ich will es gar nicht wissen. Oh, Entschuldigung. Alter, was bist du denn für einer? Okay, das ist cool. Das ist ja... Okay, ich fahr weiter. Ich suche den Saboteur. Gucken wir uns später noch an. Die tragen ja gar keine Maske. Ja, gut. Da war ja auch noch nichts mit Corona hier. Die haben gesagt, die haben das mit einem Heißluft... Da hinten, da hinten. Ja, voll der Riesenfisch, ne? Also voll der Riesenunterwasser-Dude da. Spring rein, ja klar. Ich gehe direkt. Weißt du, Hai happen, uhaha. Wie komme ich denn hier zu diesem Heißluftballon, Mann? Was ist das hier? Ach, hier spielen wir Golf, okay. Das ist dann für die Besitzer des Parks. Weißt du, die spielen hier einfach eine Runde Golf. Und ich guck mal, dass ich irgendwie zu dem Heißluftballon komme. Einfach Offroad-Truck hier.
So, ich komme. Ein bisschen lange, ne? Entschuldigung, ich muss mal was trinken hier. Bleibt der Stream online? Ja, klar. Ausstellung beschädigt. Jetzt. Oh mein Gott, ich bin doch noch nicht mehr hier hingefahren. Wo ist denn jetzt der Heißluftballon hier hin? Hier war doch... Willst du mich denn... So, was war da jetzt in Abschnitt 2? Ausstellung beschädigt in Abschnitt 2. Der Zaun um die Ausstellung im Tal der Gyrosphäre im Nordwesten wurde niedergerissen. Geh und reparier ihn. Wir haben den Standort mit einem Heißluftballon markiert. Ja, mein Gott, ey, wie soll ich denn so schnell da hinkommen? Warte, ich habe einen Plan. Wir haben doch ein Funkgerät. Kann ich damit? Nee, toll. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie den Heli rufen. Da ist doch noch ein Heißluftballon. Bin ich denn bekloppt? Hey Lars, wenn du Fragen zu Dinos hast, kann ich sehr viel erzählen und erklären. Ja, alles gut. Ich guck erstmal. Ne? Ich denke, dass das Spiel selber viel erklären und zeigen wird. Alter! Was sind das hier für Saboteure? Du kriegst so... Yeah, Elektroschocker! Bam! Elektroschocker! Was sind hier für Saboteure? Gehen gleich mit der Axt auf einen los. Ich dachte, die wollen hier irgendwie einbrechen. Yeah, Katastrophe bewältigt. Okay. Auf der Karte im Kontrollzentrum ansehen oder nach Heißluftballons über dem Gebiet Ausschau halten. Gut. Ich fahre mal wieder zurück. Eigentlich wollte ich auf Expedition gehen und Dinos jagen und so, aber jetzt müssen wir erstmal den Park hier ein bisschen sauber halten. Und was essen müssen wir auch noch. Wie hast du deinen Skin bekommen? Ich habe den gemacht. Kannst ja Skins machen online. So, die haben gesagt Nordwesten, ne? Also... Irgendwo einfach so in diese Richtung, ne? Hallo Candy-like! Lars, kriege ich eine Unterschrift, wenn ich mir eine Cap von dir hole? Auf die Cap oder was? Nee, geht ja nicht. Ich habe das ja nicht alles hier bei mir im Keller stehen und verschick das. Das ist, kommt ja schon von einem Händler. Dino-Schocker sind für Menschen wohl nicht so gut. Naja, sind wir mal ehrlich. Es gibt ja leider... Leider gibt es ja auch gesetzliche Methoden, die nicht so nett sind, ne? Und man hat das früher ausprobiert mit Pferden. Also Stromschläge bei Pferden hat man früher ausprobiert und hat gedacht, alles was so ein Pferd umhaut, haut auch ein Mensch um. Ist aber nicht so. Also es ist schon sehr spannend. Die Körpergröße und so sagt gar nichts darüber aus, wie gut du das eigentlich aushältst. Okay, hier müssen wir erstmal wieder hoch. Danke für die Karre, ich bin weg. Dark Psychotic, dankeschön. Reparieren den beschädigten Zaun. Ja, ich bin doch unterwegs, Mann. Jetzt lass mich doch mal gucken. Hubschrauber. Genau, hier wollte ich hin. Ich nehme den Hubschrauber jetzt, dann bin ich schneller. Ganz ehrlich. Einmal auf die Mappe gucken. Andere Richtung, okay. Da ist der Luftballon. Ich komme, ich mache die fertig. Kennst du Herobrine? Ja, Herobrine. Das ist mein verschollener Bruder. Kannst du mal deinen Hundi zeigen? Guck auf Instagram, der war im letzten Bild sogar drin. So, hier ist der Luftballon. Dann gucken wir mal. Da war es hier los. War es hier los. Hier hat man irgendwo den Zaun kaputt gemacht. Oh, guck mal, das ist so ein... Danke. Danke. Na, mein Großer, alles gut? Kann ich das hier irgendwie... Oh. Okay, jetzt gilt das schon als repariert. Du bist aber lieb, ja? Ich tu dir nichts. Alles gut, ne? Mach ruhig. Schließlich mache ich auch deine Häufchen weg, ja? Also sei mal nett. Irgendwo hier war Kontrollzentrum, ne? Ein Triceratops? Oh mein Gott! Hat mit dem Heli so ein bisschen auf den Boden gescheppert. Wo stand denn der Heli jetzt genau? Weiß das jemand zufällig? Da oben wahrscheinlich irgendwo, ne?
Oder hier oben auf der Pyramide. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Da. Okay. Wie kann man sich die Map holen? Die musst du kaufen im Store. Ich habe die so bekommen. Also ich wurde... Desaster. Stromausfall in Abschnitt 3. Boah, ich will Dinos holen. Ich will hier nicht nur reparieren. Okay, das machen wir noch. Am nächsten Tag gehen wir auf jeden Fall Dinos suchen. Was stand da jetzt? Außerhalb der Raptoren-Trainingskoppel am östlichen Ende der Insel befindet. Östliche Ende der Insel. Okay, warte. Das wäre genau die Richtung, die wir gerade gucken. Nein! Au! da lang. Ne? Ja. Da ist der Ballon. Meine schlechteste Erfahrung mit Minecraft. Meine keine schlechten. Wie viel Schaden hat der Schocker? Keine Ahnung. Gucken wir gleich. Warte. Ich sehe gar nichts, ne? So, wo lande ich denn hier? Okay. So, Rettung naht. Rettung naht. Hallo, hallo. Was macht der Schocker? 7 Schaden, okay. Hallo? Nein, ich wollte ihn nicht töten. Ach, der ist am Schlafen. Okay, kann ich den jetzt hier so... So, ich habe ihn schon mal eingefangen. Kann ich jetzt hier irgendwie... So, das ist schon mal zu. Okay. Wo muss ich denn hier jetzt den Kram reparieren? Warte. Und die stehen hier rum, der Owen und der Barry. Die machen gar nichts. Ja, chill mal. Ganz ruhig. So, wo muss ich denn hier jetzt den Strom reparieren? Hier ist so ein Knopf, so ein roter. Dinosaurier sind ausgebrochen. Ach du Heiliger. Okay. Jetzt nervt doch nicht, Mann. Ich will doch gucken, wo ich den Strom wieder anstellen kann hier. Federn. Ist der Ballon jetzt weg? Hier ist kein Ballon mehr. Oder? Doch da. Oh, hier. Yay, repariert. Ich muss nur den Dino wieder da reinsetzen, weil sonst, muss ich das hier? Owen, was ist los? Alter, wie aggro sind die denn, Mann? Nee. Was ist das hier? Alter! Das ist mal gut hier. Ich wollte doch nur den Dino absetzen, Mann. Gib es dem Bruder, muss los. Sorry, ja. Ich wollte nur den Knopf drücken und nicht den Dino da rauslassen, ey. Weil ich muss doch irgendwo hier den Dino wieder reinlassen können. Hallo. Alter, die sind aber auch aggro da unten. Das ist ja der Wahnsinn. Du Dino-Mörder. Nein, ich hab den doch nicht ermordet, Mann. Ich hab den doch nur betäubt. Du wolltest dann... Ja. Die zwei sind aber auch... Und Tour hier, was ist los? Hallo, Mrs. Mayfair. Die zwei nerven. Ey, können die mal weggehen? Ich will doch einfach nur... Start das Kraftwerk. Ja, im Lagunenbereich. Alter, du kommst überhaupt nicht hinterher, wenn du keine Ahnung hast, was du hier machen sollst, ne? Auf. Hier. Schön. So. Ab geht's, Heli, und dann zum nächsten Problem. Hallo, Thiago. Wieso ich nicht Mystery mache? Weil ich einfach Bock habe auf diese Map. Ich finde die so cool. Müssen wir nur gucken. Es sind halt gerade echt viele Katastrophen, wenn du keine Ahnung hast. Hier sind die aus der Kuppel ausgebrochen, haben die eben gesagt. Ne? Müssen wir mal gucken, dass wir die hier vielleicht wieder einfangen. Ist echt stressig, ne?
Oh je. Oh je. Und ich muss die alle wieder einfangen? Oder? Wo sind die denn? Was ist denn hier passiert? Wurde hier jemand erschlagen? Ja, der Sturm ist mir gerade egal. Kann ich hier... Wie repariere ich das jetzt? Ich habe doch hier Schraubenschlüssel. Der ist doch zum Reparieren, oder? Hallo? Oh boy. Warte mal. Stromausfall, was hatten wir noch? Ein verheerender Sturm. Durch die Kuppel des Vogelhauses gebrochen gehen, repariere sie. Wir haben den Standort mit einem Heiß. Hatte ich nicht so ein Reparaturwerkzeug oder sowas? Extraktion. Kann ich das damit raus extrahieren oder so? Ich weiß es nicht. Nee. Damit auch nicht. Die müssen erst rein. Hey, aber die sind doch drinne. Die sind doch da drin. Hier, der ist doch, guck mal, der ist doch voll nicht nett. Lass den doch da. Hier draußen fliegt doch keiner rum, oder? Fliegt hier irgendwo einer rum? Dag, danke schön. Und wegen smiley Spam konnte ich es jetzt nicht lesen. Ich lese es gleich. Hä? Wie geht's dir und wie bist du auf die Idee mit der Map gekommen? Mir geht's subi, danke. Ich komme nur nicht hin. Oh, schon wieder Saboteure am Versorgungsstock. Und die Map, ja, Microsoft hat mir geschrieben und mich gefragt, ob ich Bock habe. Also, dass es eine neue Map geben wird und bla, und hast du Bock, die zu machen. So, aber ich weiß noch nicht so ganz. Ich finde das bis jetzt ein bisschen... Man muss einfach ganz oft draufklicken. Wie blöd ist das denn? Okay. So. Weißt du, so eine Erklärung wäre ein bisschen hilfreich. 5 aktive Katastrophen, Mann, das werden immer mehr. Moment, Moment. Trink mal gerade was. Bitte in eine gemeinsame Folge Murder on Hypixel mit mir. Nein, danke. Wenn du den Park schließt, müssten... Oh, stimmt. Stimmt, wir können den Park doch nachts schließen und tagsüber aufmachen. Oh, das ist eine gute Idee. Warte, ich mache den Park mal gerade zu. Eine sehr, sehr gute Idee. Und dann können wir mal Katastrophen abarbeiten, ein bisschen Fossilien suchen und so. Und wenn wir hieraus echt so eine kleine Videoreihe machen, dann machen wir echt so Tag 1. Mein neuer Dino-Park hat eröffnet oder so. Tag 2, Fossilien suchen und so. So, ich muss nur gerade gucken. Ja, beschädigtes Fahrzeug, dies, jenes. Ich mach den Park jetzt gleich mal zu und dann können wir mal ein bisschen Desaster hier beseitigen und Fossilien suchen. So. Dankeschön. Mal fett gelandet. Hast du die Map gratis bekommen? Ja. Ja. Kontrollraum. Warte mal, kann ich gerade... So. Der Park ist geschlossen, danke. Katastrophen wurden beseitigt. Hä, es gibt keine mehr? Echt nicht? Was? Ich habe gedacht, dass du ja, aber spielst nicht Pocket. Nee, wir spielen heute die Battle. Warte, wir hatten doch eine Katastrophe direkt um die Ecke. Wir gucken mal, ob der Luftballon noch da ist. Hubschrauberlandeplatz? Ey, jetzt sind alle Katastrophen weg. Okay, ja, na dann. Mein Chat läuft gar nicht weiter. Ich glaube, er hat sich aufgehangen. Ist ja doof. Okay. Warte, ich guck mal gerade nach dem Chat, damit ich auch weiß, was hier abgeht. Weil irgendwie... Warte, ich guck mir den Chat gerade woanders. Dass er sich aufgehangen hat, ist ein bisschen doof.
So, okay. Ich bin ein Hotdog, leg meine Mama aus deiner Hand. Okay. Ja, weiter geht's. Dann können wir ja jetzt mal so ein bisschen gucken, ne? Also wir können so ein bisschen, nee, wir können ja hier gleich, wir können uns ja mal die Dingens angucken, die Bergsteinminen. Wie gefällt dir das Bügelperlenbild von deinem Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Der Chat geht. Ja, ja, der geht auch, aber bei mir nicht mehr. Bei mir ist er stehen geblieben, eben in dem anderen Programm. So, die Minen. Lass mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben eine geladene Armbrust, um zur Not einen Dino zu betäuben, aber... Ich hätte ja nicht gedacht, dass so wenig Leute sich dafür interessieren. Ne? Ich hätte gedacht, dass wir mehr sind heute im Stream. Aber gut, ist halt so. Was los, Vorarbeiter? Der Bernstein aus dieser Mine liefert die ersten genetischen Proben, die im Klon von Dinosauriern verwendet wurden. Grabe dich mit der Spitzhacke durch die rissige Erde, um eine Probe zu erhalten. Nutze das Extraktionswerkzeug. Bla, ja, okay. Katastrophenkeule können wir auf jeden Fall nehmen. Spitzhacke können wir nehmen. Extraktionswerkzeug brauchen wir nicht. Wir gucken mal. Hier irgendwo Bernstein finden. Achso, das ist vom Marketplace. Ja. So. Hier irgendwo. Bernstein. Da, ne? Oder? Zack. Das ist doch bestimmt die Fliege im Harz. Wer den Film kennt. Tada. Was haben wir da jetzt? Eine Spinosaurus-Probe. Juhu. Wir sitzen hier zu viert. Dunkelziffer ist also hoch. Ja, gut. Dunkelziffer kann ich ja eh nichts zu sagen. Aber hallo, ihr vier. Finde ich voll cool. Das habe ich früher auch sehr oft gemacht, wo ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe und so. Und ich habe ja mit meinem besten Kumpel Tür an Tür gewohnt. Und da habe ich das dann auch öfters mal gemacht, dass dann Leute da waren, die mitgeguckt haben und so. Und das ist schon ganz cool, wenn man so mit mehreren Leuten so einen Livestream guckt. Das hat so ein bisschen Event-Feeling, ne? Findest du die Map bis jetzt geil? Ja, finde ich auf jeden Fall. Also die bietet auf jeden Fall einiges, was man machen kann, ne? So Dinos zusammensammeln und züchten und neue Gehege bauen und gucken, dass dein Park läuft und so. So, haben wir hier irgendwo... Oh Gott, was denn hier? Ich glaube, hier sollte ich nicht rüber, oder? Und hier? Geht's weiter runter. Ich finde doch nie wieder raus. Hallo? Ist hier irgendwo noch ein bisschen Harz? Mit Mücken drinne, die DNS haben. Hallo. Achso. Bin ich auf der anderen Seite. Ja, läuft. Ach, hier ist doch schön. Hier bleibe ich. Cool, fällt der Bergsee so ein bisschen, ne? Also so, so. Oh, guck mal da unten. Ich. Warte, ist hier unten Dino drinne? Wir haben den riesen Unterwasser-Dino gesehen. Das ist echt gefährlich. Wegen Gründe. Yeah, Brachiosaurus. Nicht ertrinken. So, danke. Damit haben wir schon mal... Warte, guck mal, da leuchtet es auch. Da ist doch bestimmt noch eine Probe, oder? Die leuchten doch. Oh mein Gott. Das überlebe ich so lange nicht. Ich gehe wieder hoch. Dasselbe hat Spark auch gemacht. Ja, dasselbe haben bestimmt ganz viele gemacht, weil ganz viele wahrscheinlich von Microsoft gefragt wurden, ob sie die Map vorstellen, weil je mehr Leute das vorstellen, desto mehr Leute kennen die Map, desto mehr Leute kaufen die Map, desto mehr hat man verdient damit. Das ist ja der Sinn der Sache. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Die Map-Ersteller sollen ja auch was haben davon, ne? Ich meine, das ist viel Zeit, viel Arbeit, die man da rein investiert und sag mal, geht's hier eigentlich nicht mehr? Komme ich nur noch dadurch oder... Oh Gott. Ich muss schwimmen, okay. Und hier... Ich muss da unten durchschwimmen. Ich werde doch ertrinken. Spielst du nochmal die Harry Potter Map? Ich glaube nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die nachher so repetitiv, dass es einfach langweilig war irgendwie. Ach, hier kann man Luft holen. Okay. Ne, ich hole mal keine Luft. Ne, sollte reichen hier. Und jetzt fetter die noch weg. Okay. Oh, was denn hier? Hallo?
Hallo? Pylore drücken. Danke. Dann fahren wir mal. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ach du Heilige. Ich finde dich echt toll, steht da. Dankeschön, ich dich auch. Sehr lieb von dir. Hallo? Och nö. Gut, ich würde sagen, Pylore drücken. Okay, danke. Ach, da entscheidest du, wo du lang fährst, ne? Jetzt fahren wir wieder hoch, glaube ich. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder fahre. Guck mal, da geht da hinten Licht an und aus, ne? Guck, links oder rechts rum? Ich habe doch keine Ahnung, was wohin führt. Wo fahre ich denn jetzt lang? Falsche Richtung. Wo fahre ich denn jetzt lang? Ne, jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Das ist ja ein Irrenhaus. Lars, du hörst mir ja nicht zu. Ja, mein Gott, ich kann mich nicht auf 5000 Leute gleichzeitig konzentrieren. Jetzt chill doch mal. Aber das geht doch... Das geht doch... Warte, wenn ich jetzt wieder da lang fahre, geht schon mal gar nicht. Okay. So mache? Nee, andere Richtung. Verstehe das nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich fahre die ganze Zeit im Kreis. Jetzt fahre ich rechts rum. Wenn das eine Höhle im Mörder ist, nee, glaube ich nicht. Wir spielen ja Jurassic Park hier oder Jurassic World. Wir spielen ja jetzt nicht hier, weißt du? Glaube ich nicht. Du fährst die ganze Zeit im Kreis. Ja, danke. Ich finde doch hier nie wieder raus. Hallo? Hey, jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Wie zum Teufel? Ja, es gibt das Ressourcenpaket und so. Es gibt immer alles so dazu. Wenn du so eine Map kaufst, kriegst du eigentlich immer alles dazu. So, also ich fahre jetzt nochmal. Ich versuche mal herauszufinden, wo ich lang fahre. Na, mach langsam. So. Offensichtlich muss ich jetzt Knopf drücken, Hebel drücken und weiter geht's. Ich fange jetzt an, die Runden zu zählen. Dankeschön. Okay, hier gibt's keinen Hebel, ne? Ich weiß, ich wollte ein paar Dino-Proben sammeln. Jetzt bin ich hier voll in einem Schienenlabyrinth. Oh mein Gott, das ist so dunkel. Nö, oder? Ich bin doch nicht... Nein! Hallo? Also ganz ehrlich, die Map hätte einen ja mal vorwarnen können. Hallo? Mir wird langsam schlecht. Warte. Hier kann man so rumlaufen. Warte. Da komme ich nicht durch. Okay. Ich kann das nicht kaputt machen. Nix. Ich bin verwirrt. Bedrock? Ja, es ist doch Bedrock. Was ist los? Okay, also da oben komme ich nicht weiter. Ich kann die nicht aufmachen. Ich kann verlassen. Oh, verlassen. Oh, tschö. Tschö, mach's gut. Ich komme nie wieder. Ach so. Okay. Ich komme nie wieder, ganz ehrlich. Nie wieder. Vorarbeiter, ich gehe wieder nach Hause, ne? Aber wir brauchen doch noch ein paar DNA-Proben hier. Wir können doch nicht einfach... Da, guck mal da. Spielst du auf PC? Ja, klar. Miss Chromecast abgestürzt. Mach mal Pause. Nächste Woche nochmal die Piraten-Map spielen.
Ja, ich glaube, wir spielen nächste Woche eine andere Map, oder? Ich meine, Piraten-Map haben wir ja jetzt ausprobiert. Ein Comsognathus oder sowas. 3 von 5 Proben aus der Bernsteinmine. Okay, es gibt noch 2 Proben, die müssen wir noch finden. Wahrscheinlich eine irgendwo da, wo wir uns eben verfahren haben. Du solltest die Lore verlassen. Nein, ich habe ja die Map verlassen. Oh, no, och nö. Pass auf, wo du hintrittst. Jump'n'Run. Ich hasse Jump'n'Run. Wer macht denn so? Wer hat denn Spaß an sowas? Das macht keinen Spaß. Nein! Bei Jump'n'Run kann man sehen, wie ich älter werde. Weißt du, das ist so meine Superkraft, meine Superfähigkeit, dass du einfach sehen kannst, wie ich in einer Stunde ein Jahr älter werde. So, Probe gefunden. Müssen wir jetzt hier wieder raus, oder? Ich gehe einfach mal hier weiter. Vielleicht ist da hier hinten die letzte Probe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gegen Jump'n'Runs, genau. Ich starte jetzt auch eine Petition und so, ne? Weil Jump'n'Runs sind... Ne, da geht's wieder da rein, ne? Die Lore drücken. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das will. Hier, was ist hier? Okay. Also, ich war ehrlich, ich war noch nie in einer so verwirrenden Höhle. Ein Journal. Autor unbekannt. Was hat denn der Unbekannte so gesagt? Ich denke schon seit Tagen fest. Ich glaube, ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Ich werde es noch einmal probieren. Abfolge von Hebeln. Okay. Orange zeigt zum Wasserfall. Blau zeigt zur Decke. Orange zeigt zum Sonnenlicht. Grün zeigt zum Boden. Rosa zeigt zur Säule. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Wo sind die Hebel? Wo sind die Hebel? Alle Spaß an Jump'n'Runs haben. Einmal die Hand in den Chat. Ja, nee. Ich. Wo sind denn die... Ach so, wir sind wieder hier. Guck mal, da ist die... Wo sind denn die Hebel, die der gedrückt hat? Das würde mich mal interessieren. Er hat doch gesagt, der hat da Hebel gedrückt. Lass mal gucken. Das können wir auch noch wegmachen. Können wir auch noch wegmachen, aber... Hebel? Leider nein. Man kann hier immer nur bestimmte Blöcke mit bestimmten Items abbauen. Das ist sehr cool. Die Kombis für die Lore. Oh, stimmt. Also, oh, ja. Bei der Lore waren ja verschiedene Farben. Stimmt ja. Okay, ab in die Lore. Ich will nochmal in die Lore. Warte, das war hier unten, ne? Oder da oben? Also komme ich da wieder hoch oder bin ich jetzt hier? Ich weiß nicht, ob ich da oben an die Leiter komme. Da war ja so ein Stück Leiter mit Wasser drüber. Aber da komme ich, glaube ich, nicht dran, oder? Okay. Sieht nicht so aus. Lars, der König der Dinos und Elfen. Irgendwann bin ich König von allem, finde ich voll gut. Okay. Warte, da müssen wir nochmal gucken, wo es nochmal zur Lore geht. Und dann probieren wir es nochmal. Einfach hinbauen. Ja, das geht ja gar nicht so einfach. Oder? Ich kann hier gar nicht bauen. So, Vorarbeiter, wo war nochmal der Lohnquatsch? Wie alt bist du denn dann, wenn du einen Jump'n'Run machst? Schon 3-mal gestorben und wieder auferstanden. Hi Elke. Ich hab's gerade nur im Chat gesehen. Hi Elke. Ach, wir sind wieder hier. Warte, und da war doch... Hier am Ende war doch... Oh nein, ich werde wieder ein Jahr älter. Nein. Hier am Ende war doch der Weg zur Lore, ne? Also da war doch ein Schild mit Lore rufen, bla. Ich bin wirklich der weltschlechteste Jump'n'Runner. Selbst Kroko ist besser als ich. Und der mag das auch nicht und kann das auch nicht. So, einmal durchs Türchen. Und hier die Lore. Also Lore, nicht Lohe. Die Lore ist im Nether. Okay. Du hast Hunger. Ja, geht doch. Man denkt, ich würde instant verhungern. Also, das Journal, da ist ein Orangener. Orange zeigt zum Wasserfall. Welcher? Okay, das wäre so.
im Wasserfall. Ich fahre. Oh wehe, das klappt jetzt nicht. Dann flippe ich aus. Ich finde hier nie wieder raus. Blau zeigt zur Decke. Das ist richtig. Dann fahren wir jetzt im Kreis. Ja, fahr doch mal. Komm. Orange zeigt zum Sonnenlicht. Wo ist denn... Also, die Richtung. Ach, ist das echt eine Lok-Kombi hier? Okay. Lars kommt nie wieder raus. Ja, Lars, ich habe eine Frage, weil ich das so oft höre. Was ist besser? Nutella mit oder ohne Butter? Ja, really. Really? So, jetzt sind wir hier bei Grün. Und Grün war... Grün zeigt zum Boden und dann Rosa zur Säule. Grün zeigt zum Boden. Läuft. Also. Sowas wie Minecraft für Anfänger machen? Naja. Nee, wir haben ja alles soweit erklärt. Ich brauche nicht immer wieder alles neu erklären. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Zeigt zur Säule? Welche Säule denn jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn hier Säule? Guck mal. Hier steht. Rosa zeigt zur Säule. Es gibt jetzt das hier. Aber was ist Säule? Ach so, ne? So, zu der Säule hier? Ist das Säule? Oder ist das... Weil das ist ja zur Wand. Ich mach mal so, ne? Ich glaube so. Ich glaube so. Tschüss, Jürgen. Komme ich jetzt raus? Wo komme ich raus? Okay, ich glaube, hier unten waren wir noch nicht. Alter, wer hat denn das gebaut? Das ist so cool, dass das hier wirklich so ein Das ist doch nicht dein Ernstspiel, oder? Das ist doch nicht dein verdammter Ernst, oder? Warum langsamer Modus? Ja, damit hier nicht gespammt wird wie ein Verrückter. Alter. Spiel. Aber es muss ja noch eine DNA-Probe muss es hier geben. Hast du den neuen Minecraft-Trailer gespielt? Du meinst Jurassic World? Das spielen wir gerade. Spiel. Das ist voll Mobbing. Ich fühle mich voll gemobbt. Rosa war falsch. Ach komm, nicht dein Ernst. Es stand doch zur Säule. Und das andere war einfach die Wand. Also das war hier einfach die Höhlenwand. Ja, da müssen wir aber nochmal, ne? Also da müssen wir noch eine Runde. Das ist die letzte Runde. Ich habe keinen Bock mehr. Ah! Ich bin immer so schnell demotiviert. Das ist ganz schlimm. Also es ist wirklich ganz schlimm. Also das ist so. Ich bin immer so jemand, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, dann muss es mich wirklich, wirklich bocken, damit ich da lange dranbleibe. Ansonsten bin ich immer sehr, sehr schnell demotiviert. Das ist eigentlich echt Käse. Und Gott sei Dank macht YouTube ultra viel Bock, sonst hätte ich es schon lange aufgegeben. Weil du kommst vor so viele Probleme, die du lösen musst und wo dir keiner helfen kann, weil es einfach kein Mensch kennt. Ja, danke, dann letzter Versuch. Also, zeigt zum Wasser. Eigentlich könnt ihr doch direkt dahin zeigen, oder? Also, zeigt zum Wasser. So. Dann fahren wir ein Ründchen. Reiß dich jetzt zusammen, verdammt! So, jetzt war das Blau zeigt zur Decke. Ja, hier, zeigt zur Decke. Die gehen ja immer vom Hebel aus, ne? Nicht von dem Zeichen da, sondern von dem Hebel hier. Zeigt zur Decke. Weil wenn ich so mache, wäre es ja auch so. Nein, zeigt zur Decke. Okay. Jups, nochmal. Andere Richtung. Dass man da mal falsch rum drin sitzt. Ein bisschen komisch. Jetzt sind wir hier. Jetzt muss der in die andere Richtung zeigen. Neue Lore. Genau.
Neue Runde Breakdance auf der Kirmes. Wir alle kennen es, wir alle lieben es. Wup, 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 wup. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Breakdance. Zum Boden, ne? War zum Boden. Ich guck nochmal, warte. Steig zum Boden, genau. Moin Lars, freue mich wieder hier zu sein, zu dürfen. Hallo Matze, freut mich, dass du wieder da bist. Wer war denn Larissimus LPOS der Erste? Das war mein Großvater und der hat die Mystery-Welt erfunden. So. Und jetzt zur Säule, also der Hebel zur Säule. Okay. Ich komme jetzt nirgendwo an. Jetzt geht's los. Und... wie so auf der Achterbahn. Okay. Was mache ich gerade? Wir suchen gerade die letzte DNA-Probe in der Bergsteinmine. Und sind wir hier nicht schon mal runtergetüdelt? Haben wir es nicht schon mal geschafft, hier richtig entlang zu fahren? So einfach? Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Wieso liest du nie deine neuen Abonnenten vor? Ich sehe es gerade nicht, weil ich den Chat woanders öffnen musste. Entschuldige. Ja, aber dann sind wir doch hier und ich kam da doch nicht durch. Das hatten wir doch schon. Und was ist hier? Kann ich hier... Okay. Och nö. Warum denn immer Jump'n'Run? Niemand will Jump'n'Run. Guten Tag, Herr Larissimus Elpios. Ich mache demnächst so ein Merch-Motiv mit Larissimus Elpios. Das ist so cool. Wenn wir schlau sind... Lassen wir den hier einfach und dann können wir hier wieder hochwandern. Dann brauchen wir nicht da rüber jump'n'runnen, oder? Klar, so hatte das Spiel das aber nicht gedacht. Das ist mir so egal, ob das Spiel sich das so gedacht hat oder nicht. Was? Ach so. Ach, danke. Können wir schon mal aufmachen? Dann kommen wir da das nächste Mal direkt hoch. Jetzt müssen wir gucken, hier oben müsste irgendwo das letzte Bernsteinfragment sein, glaube ich. Hoffe ich. Tschüss, Creeper Deluxe. Haust rein. Das Spiel kann nicht denken, oder? Nee, das Spiel kann auch nicht denken. Aber die Entwickler werden sich das anders gedacht haben. Oder die Macher der Map, ne? Oh, jetzt habe ich den ganzen Turm hier hoch. Okay. Was hast du eigentlich gemacht, bevor es Minecraft gab? Muss ich mal überlegen. Also bevor es Minecraft gab, habe ich WoW gespielt. So mit Arena und allem. Und davor, vor WoW, habe ich das eigentlich erste MMO gespielt. Und zwar Dark Age of Camelot. Und das war so cool. Da muss ich jetzt eigentlich hier hoch, ne? Nicht da lang, sondern hier hoch. Aber ansonsten natürlich Schule mit Freunden, feiern gehen, bla, etc. Ne? Ich denke mal, das random Klassiker, Jugendlife und junge Erwachsene. Also nichts Besonderes. Ich bin so ein Random wie alle anderen auch. Deswegen finde ich es immer witzig, dass Leute denken, ich wäre voll Fame, nur weil ich so ein paar Abonnenten auf YouTube habe. Ne? Also das ist ja Quatsch. Weil die Abonnenten sagen ja auch gar nichts aus. Die werden von alleine immer mehr auf YouTube. Weißt du, für mehr Abonnenten brauchst du gar nichts tun. Die werden von alleine mehr. Okay. So, gleich sind wir da oben. Wenn da oben nicht das letzte Bernstein ist, ne, dann flippe ich aus. Ehrlich. Und hier ist ganz schön dunkel, ich sehe gar nichts. WoW war noch ein Classic dabei. Ja gut, WoW hat sich einfach zu krass verändert, ne. Ich mochte immer die Arena im 2 gegen 2. Habe ich dann noch ein Classic gemacht, ein Burning Crusade. Aber danach wurde das einfach so... Wie bei den meisten Spielen. Was ist WoW für ein Spiel und was geht's da? WoW ist World of Warcraft, das größte Online, also MMORPG, also Multi-Massive Online Roleplay Game. Wo du mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten spielst. Und WoW ist halt ein Riesenuniversum. Also da gibt es tausende Charaktere und Geschichten und auch ganz viele richtige Geschichten. Also die so, oh, das letzte Bernstein! Also ganz viele richtige Geschichten. Schon ganz spannend eigentlich.
Tadada, Tyrannosaurus-Probe. Nice. Und jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay, wir haben es geschafft. Lars, mach bitte was mit deinem Bruder Edekron. Ja, aber warum soll ich denn unbedingt... Warte, ich muss mal gerade gucken, dass ich den... Ja, das stimmt, aber es gibt jetzt die Classic-Version. Ja, gut, aber ich habe jetzt keinen Bock mit WoW nochmal neu anzufangen, nur weil es Classic-Server gibt. Warte, Chat ein neues Fenster öffnen, dann kann ich auch wieder Abonnenten vorlesen. Ja. Sehr schön. Warte, ich mach mal gerade. Warte, ich hole gerade ein bisschen auf, ne? Entschuldige, also für alle, die mal auf Toilette müssen oder so, die können schnell gehen. Wir hatten Leni und Paul 2008, Thorsten Bartel, Kollwitz-Bande, Steffi P., Alice Noel oder so, Baba Gucci Boy Bratan, was ein Name, Baba Gucci Boy Bratan, oh Gott, egal, jeder wie er will, C-Pro 3639, Raptop Game Pranker, Leo Franziska, Lukas, Chaosboy 501, Merlin und Dark Psychotic hat geschrieben, ja, wie geht's dir, Leute, das habe ich noch gesehen, ne? Thiago, Mika, Mrs. Mayfair war... Okay, haben wir alles gesehen. Centrox, Hi und Marco Wendland kommt gleich auch noch, weil ich kann ja in die Zukunft gucken. Und Ice Moba Fire. Oh. So, weiter geht's. Und Valhalla Gaming ist jetzt ein Baby, Lars. Danke, Valhalla Gaming. So, wir sind wieder raus. Wir haben es geschafft. Durch die ganze Mine. Ist Aternos gut? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Dunst. So, man kann den Stream zurückspulen. Ja, voll gut, ne? Ich wurde nicht genannt, aber okay. Ja, aber Anime-Fan hatten wir doch schon. Also Anime-Fan kommt mir so bekannt vor. Warte, ich hole gerade noch die anderen Proben in Fossilgrabung. Und dann schauen wir mal, ob wir dann neue Dinos züchten können und neue Gehege bauen und so, weil es gibt ja schon einiges. Also mit dem Texture Pack ist das cool, ne? So der Camper, wo die Klamotten da so hängen und so Handtücher, ist schon cool. Man kann in Minecraft einfach so viel machen. Und was bist du eigentlich für ein Stalker, Mann? Hallo? Herr Masrani, ich fühle mich belästigt von Ihnen, Herr Masrani, ja? Das geht so nicht weiter hier, ne? Damit wir uns verstehen. Bleibt der Stream online? Ja, immer. Immer. Tschö, Kinderspaß. Wie findest du den Film zu dieser Map? Dieser Jurassic Park, mega gut, ne? Oh. Checkpoint? Das war eine Leiter, die man hier so runtergerollt hat? Wie cool ist das denn bitte? Warte, haben wir das hier noch irgendwo? Da, guck mal da. Das ist so eine Leiter, die runtergerollt wird. Wie cool. Dafür müssen wir erst da hinten hoch, ne? Okay, warte. Das ist ja mega cool. Mega sweet einfach gemacht. Also das, oder fancy, je nachdem, wie du es nennen willst. Ich mag sweet immer lieber als fancy. Aber ich muss hier... So. Ajo, danke schön. Ajo. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Warum ist die Musik eigentlich hier so aggro in der Ausgrabungsstätte? So. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Oh, warte, müssen wir vielleicht da hinten lang? Nee, hier geht's ja auch nicht weiter, ne? Ich kann ja auch nichts abbauen. Ich kann ja immer nur diese gerissenen Blöcke und... Warte, muss ich hier? Dann den Zaun und dann hier? Okay. Kann ich die Leiter da? Nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Ja, cool. Oh nein, das sieht mir alles nach Jump'n'Run aus, ey. Oh, pff. Lars, die Welt kostet 8 Euro. Okay. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe netterweise vom Johannes den Key dafür bekommen. Also den Code, den ich einfach eingeben konnte, dann hatte ich die Map. Also, ne, Grüße gehen aber raus. Hatten wir am Anfang des Streams. Ich finde, so nett sollte man auch sein. Man sollte sich zumindest bedanken, wenn man etwas bekommt, einfach so zum Zeigen und so. Das ist das Mindeste, oder? Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich bin verwirrt. Also ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie hier hoch, aber... Wir sind hier hochgekommen.
diese Leiter komme ich so nicht ran, glaube ich. Kann ich hier hochklettern? Man weiß ja nie. Habt ihr eine Idee, wo es hier weitergeht? Ich sehe das nicht. Geh doch die Holzleiter hoch. Hier ist doch keine Holzleiter. Und wie gesagt, bauen darf ich ja auch nicht, ne? Sonst wäre das ja alles auch ein bisschen sinnlos. Aber da oben komme ich nicht dran. Die kann ich, oder muss ich die irgendwie... Ne, ich muss die auch nicht anklicken oder so, ne? Oder... Ne, ne. Habe ich zu viel verpasst? Liebe Sabrina, nö, ist alles gut. Bring auf die Laterne und dann... Was habe ich davon, wenn ich auf der Laterne hier bin? Auf die Laterne? Ja, aber welche Laterne? Oder meinst du hier die Laterne? Nee, die macht ja auch keinen Sinn. Wir kommen ja von da unten. Ich habe nur 6 Aufrufe auf mein erstes Video. Mache ich was falsch? Nee, du... ja, deine Erwartungshaltung ist vollkommen falsch. Andere Seite? Meinst du da andere Seite? Nee, oder? Ich bin halt wirklich absoluter Jump'n'Run-Noob. Das ist ein bisschen schwierig. Warte, ich guck mal gerade. Komm ich da? Selbst das zählt nicht, ne? Ich muss da wirklich so gegenditschen. Okay. Okay. Ah, da kommen wir auch nicht hoch. Okay. Dann muss das irgendwo hier sein. Oh, da. Ah. Warte. Ich hab's jetzt erst gesehen. Hier, ne? Oder? Ach, nee. Okay, ich glaube, von der anderen Seite kommst du da. Meinst du hier? Nee. Das Problem ist halt, hier ist nichts. Also, könnte es hier so? Hallo, Hase 2.0. Also, hier hoch ja, aber weiter bin ich echt verwirrt. Ich komme ja auch nicht hier rum. Frag doch den Mann. Ich glaube nicht, dass er mir das sagt. Eine Frage. Machst du noch ein Let's Play von Jurassic World? Ich glaube schon, weil hier lässt sich so viel Cooles machen mit Professor Alba und mit Sam und weiß ich nicht. Also hier kann man eine richtig coole Dreier-Kombi draus machen. Ich muss mal gucken. Wir kommen also hier hoch. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt hier überall hochklettern sollten, aber... Vielleicht solltest du doch die Blöcke benutzen. Ja, aber ich kann ja nicht. Ich kann die Blöcke nirgendwo hinbauen. Ich habe das Gefühl, guck mal, wir kommen hier hoch. Es ist immer so mit Holz ein bisschen ausgekleidet, ne? Dann geht das Holz hier so lang. Und hier? Kann ich das hier... Warte, kann ich das abschaufeln und finde da irgendwas oder so? Wahrscheinlich so ein unterirdischer Durchgang. Der hört mal von alleine auf zu schaufeln. Das ist total anstrengend. Hallo Killer Schmidi. Kann Professor Alba mal ein Mystery-Video machen? Das habe ich schon überlegt, die Alba-Folge zu machen. Ich finde das eigentlich eine ganz witzige Idee. Ich verfolge das halt ein bisschen anders als der Kroko, ne? Der Kroko hat ja immer so parallel den Elf und den Ork laufen und beide machen was und so, aber ich mag das schon so, wirklich voll getrennt. Schon schwer das Spiel. Nö, schwer ist es nicht. Also man muss sich halt umgewöhnen, ne? Dieses hier, dass man diese Blöcke halt hier wegkrabbeln kann und die anderen nicht und so. Das muss man halt erstmal dran denken, ne? Weil man es nicht gewohnt ist. Triceratops-Probe. Nice. Wurde im Labor hinzugefügt. Sehr gut. Bald brauchen wir eine neue Schaufel. Da. Puh, unter der Erde ist ganz schön sandig. Okay, hier schon mal nicht. Hier ist wieder Holz. Das heißt, wir können hier wieder... Das ist so cool, ganz ehrlich. Das ist so cool gemacht. Das ist einfach mega, mega... Oh nein, das ist aber sehr cool gemacht. Trotzdem, nein. Warum ist da so eine Leiter? Braucht man voll nicht. Okay, ich glaube, jetzt können wir entweder da lang gehen oder wir können hier lang gehen. Warte, ich gehe mal hier lang. Kannst du mal bitte die Map Partyinsel streamen? Ja, ich schaue mal. Ich gucke halt immer so. Guck halt immer so rum, ne? Also, was mir so gefällt, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde.
Warte mal, da unten ist erstmal ein Wasserbecken. Da können wir theoretisch reinspringen, warum auch immer wir das von hier machen sollten. Hier ist eine Leiter. Okay. Och nö! Ich dachte, ich bleibe an der Leiter. Ja, egal. Hallo, Planschi, Planschi! Das hier können wir aber wieder wegbuddeln, ne? Was drunter ist? Du bist der erste YouTuber, der mir geantwortet hat. Weißt du, wie oft ich das gehört habe und wie traurig ich das eigentlich finde? Weil, ganz ehrlich, das ist doch der Sinn von Livestreaming. Das ist der Sinn von zusammen Geschichten erleben und so weiter. Guck mal, ich bin ja nur so... Yay, Probe 3. Ich bin ja nur so... Ja, wie soll ich das erklären? Also, ich fühle mich so ein bisschen als Moderator, ne? Der sich so ein bisschen durch die Sendung führt. Aber trotzdem, finde ich immer, sind wir doch alle gemeinsam irgendwie so die Zuschauer und die, die es interessiert und so, weil, weißt du, ich führe nur so ein bisschen durch die Sendung. Und deswegen finde ich es halt immer schade, dass YouTuber oder Livestreamer, Twitch, Instagram, ist vollkommen egal, dass die alle immer so, dass das immer so hofiert wird, wie so eine, dreht sich alles nur um diese Person. Das ist totaler Quatsch. Hier dreht es sich hauptsächlich erstmal darum, dass wir gemeinsam geilen Content konsumieren. Darum geht's. Und nicht irgendwie, dass ich ein geiler Dude bin. Wie lange geht der Stream noch? Keine Ahnung, ich hab voll Bock. So, jetzt sind wir hier oben. Ich hab einfach voll Bock. Was ist hier? Ach, das ist der Eingang, okay. Jetzt aber vorsichtig hier. Manchmal sind die Leitern so random. Wann ist das Quizduell? Das Quizduell, ich muss gucken, ob ich als erstes mit Mika mache oder mit dem Kroko. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich einer von beiden schon mal für diese Woche angekündigt hat, der andere wahrscheinlich auch. So, dann sind wir hier. Könnte denn jetzt die nächste Probe sein? Ich meine, ein paar brauchen wir noch. Checkpoint reached. Ja, und jetzt? Ich meine, jetzt sind wir doch im Kreis. Das ist doch ziemlich simpel, ne? Hier können wir noch buddeln. Hier wird noch eine Probe sein. Kann der Stream bis morgen laufen? Weißt du, wie anstrengend das eigentlich ist, zu streamen? Also wirklich. Das sieht immer so locker aus, ne? Also, ich gucke ja selber YouTube seit erster Stunde. Seit es YouTube gibt, gucke ich YouTube. Und es sieht immer so locker aus. Carnotaurus-Probe, cool. Es sieht immer so locker aus, aber es ist ultra anstrengend. Also ich sag mal so, wenn ich heute bis, sagen wir mal, wir streamen bis 1 Uhr. Wir streamen bis 1 Uhr, ne? So. Gleich viele Likes wie Zuschauer. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele Zuschauer wir haben. Ja, ich sag nur mal so. Wenn ich jetzt bis 1 Uhr streamen würde, gäbe es morgen keine Mystery-Folge. Das würde ich nicht schaffen, ehrlich nicht. Also da müsste ich vorher erstmal, da würde ich erstmal schlafen und oh Gott, das wäre schon, das, ich glaube nicht, dass ich morgen eine Mystery-Folge dann schaffen würde. Wie findest du es, wo dann auf einmal YouTube gab und machst du TikTok? Also TikTok, nein, mache ich nicht. Ich habe es mal überlegt, mache ich nicht. Dass YouTube, wie ich YouTube finde, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, weil es ist einfach, es ist halt einfach nicht dieser Standard-Content, weißt du? Es ist ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade, dass auf YouTube genau der Content erfolgreich wird, über den auch alle immer im Fernsehen rumheulen, ne? Weil, weißt du, je schlechter und je mehr Fremdscham bei dem Content ist, desto mehr Leute gucken es. Es ist halt leider so. Und das kann man sehr schön beobachten, indem man sieht, dass in den Trends sowas ist wie Berlin Tag und Nacht und so. Es ist einfach mieser Content. Ja, es ist richtig, aber die Leute wollen das leider sehen und es ist so ein bisschen schade, dass YouTube davon auch geflutet wird. Aber ansonsten finde ich YouTube eigentlich ganz cool. Man muss halt gucken, welchen Content man konsumiert, ne? Also was man gucken will und was nicht und so. Hey, da ist noch eine Leiter oben. Ich dachte, ich könnte jetzt hier einfach irgendwo hochklettern. Okay. Kann ich hier? Weil hier oben ist irgendwo noch so ein Sandfleck, wo wir noch buddeln können. Dann haben wir die letzte Probe. Warte, ich guck mal gerade hier drüben.
Aber wie kriegt man meine Coins? Die musst du kaufen für Geld. Das ist halt, wie, weiß ich nicht, V-Bucks bei Fortnite oder so. Musst du halt kaufen. Ach, hier. Ja, ich bin... So, dann sind wir hier und auf der anderen Seite konnte man noch buddeln. Nur mal gerade gucken. Ich auf die andere Seite. Da. Da kann man buddeln. So, wie kam ich denn da nochmal hin? Da hinten, ne? Und ich hab's nicht runterge... Ich hab's nicht runtergestupst. Warum hab ich's nicht runtergestupst? Was bin ich denn für ein Noob? Und nichts gegessen. Na toll. So. Kannst du mir mal antworten? Könnte ich, ja? Du hast gerade 1400 Zuschauer. Okay. Hallo, ihr 1400 verrückten Menschen da draußen. Wobei wir auch schon mal 3000 waren. Aber wie gesagt, das ist immer so im Livestream halt. Ich hab Bock zu Livestreamen. Man muss nicht zugucken, man kann zugucken. Das ist immer so. Jeder wie er will. Ein Livestream sagt ja auch überhaupt nichts aus über dich und weiß ich, also sagt eigentlich viel über einen aus, ne? Weil das ist ja. Da können die Leute mal dran sehen, was man eigentlich für eine Person ist und so. Aber ich lege jetzt nicht so einen riesen Wert auf Livestream, weißt du? Das ist so, ja, du musst jetzt so und so viele Zuschauer haben. Warum muss ich das? Muss ich gar nicht. Ja, jetzt können wir es runterdeuen. Jetzt können wir hier buddeln und da hinten buddeln. Jetzt können wir hier überall buddeln. Wir gucken mal, ob wir hier was finden. Irgendwo muss ja noch was sein. Also eine Probe gibt es ja hier noch. So, hier nicht. Ist das ein Mashup? Ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte einfach einen Code zum Einlösen. Ich weiß nicht, was genau es ist. Also es ist halt eine geile Welt mit Skins, mit allem. Mit Quests, mit NPCs, mit... Ja, du musst Kohle machen, du musst den Park sauber halten, du musst... Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Nein, das muss ich wieder runter eine Schaufel holen. Oh. Ey, du Paläontologe, gib mir mal eine Schaufel. Hier, Essen nehme ich auch nochmal. Und nochmal. Ist ja mein Park hier, ne? Hier kann ich mich bedienen, so viel ich will. Ja, es wird von deinem Geld bezahlt. Dankeschön. Erstmal fett seine Mitarbeiter anmaulen. So. Mhm. Wie komme ich jetzt? So, ja, ich kann ja einfach hier so. So. Und dann kann ich hier hinten an die Leiter, ne? Ja. Lass uns an den Kasten. Ja, Mann. Warum machst du nicht das gescheite Minecraft? Hä? Ich verstehe diese Frage nicht. Ist das hier nicht gescheites Minecraft? Bin verwirrt. So, wo ist denn jetzt hier die letzte Dino... Oh, da. Nice. 5 hier und 5 in der Mine gesammelt. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir vielleicht einen neuen Dino züchten. Alle Proben aus der Fossilgrabung gesammelt. Lars, hast du einen Tipp... Hast du einen Tipp zum Überreden, damit ich mich bei Minecraft anmelden kann? Hä? Wen willst du denn überreden, um dich bei Minecraft anzumelden? Mama oder was? So. Zurück im Park. Müssen wir jetzt erstmal runter und die Proben abgeben, ne? Im Labor. Hallo Dr. Wu. Station 1. Wir müssen jetzt mal gerade gucken, was wir überhaupt haben hier. Wir haben hier... So. Das sind ja auch noch Proben, ne? Das sind die falschen Proben. So, 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 so und so erstmal. Und jetzt haben wir hier eine Carnotaurus. Wo ist Carnotaurus? Dinosaurus, Schildkröte. Wo ist denn? Ach, da oben, okay. Dann kommt die. Warum ist das instant voll? Wofür finde ich denn so eine Probe, sag mal? Das ist ja auch schon wieder voll. Jolo, hi. Wie sieht es gerade bei dir vor dem Bildschirm aus? Stehen halt Sachen rum. Aber warum ist das denn direkt voll? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Brachiosaurus? Warte hier.
Instant. In dem Moment, wo wir die Probe gefunden haben, kommt hier die Kiste hinten einfach voll. Das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade. Was steht da? Geh mal weg hier. Geh mal weg jetzt. Danke. Benennungsstation. Benenne deine Dinos mit diesem Namensschild. Und das ist ein Amboss hier. Okay. Und wie mache ich jetzt Hybriden? Also ich bin verwirrt so. Haben wir hier? Rot, grün. Okay, das ist ein bisschen schade. Erzähl mal was von deiner Verlobten. Naja, in 6 Tagen ist es nicht mehr meine Verlobte. Musstest du das Videoschneiden üben? Ja. Alles selber beigebracht. Alles. Das ist halt so. Spinosaurus, Stegosaurus. Ich habe keine Ahnung. Warte, wir können ja hier einfach mal so einen Tyrannosaurus Rex hier. Nehme ich mal raus. Und dann war das doch. Warte, der hat das doch hier, ne? 3 rote, 2 blaue, 1 grüne. Rot, rot, rot. Und. Bup. Welche Map kommt im nächsten Stream? Weiß ich noch nicht. Ich gucke mal spontan. Ach stimmt, wenn ich die Probe finde, wird die ja endlos vermehrt. Das hat die ja gesagt. Stimmt. Clarissa, hi. Gute Nacht, SM64. Wenn man dir auf Discord schreibt, würdest du dann antworten? Habe ich am Anfang gemacht, mittlerweile ist es schwierig. Das ist nicht böse gemeint, aber das liegt einfach daran, dass es so viele Nachrichten geworden sind. Kannst du mal Fortnite spielen? Nee, um Gottes Willen. Wie, nicht mehr verlobt? Ja, dann sind wir verheiratet. Dann sollte ich im besten Falle einen Ring tragen und so. Wie fandest du die Orks in Minecraft Mystery? Ich glaube, das war im Video sehr, sehr deutlich, wie ich die fand, oder? Das muss ich dann nochmal machen, jetzt habe ich das auch vercheckt. So, geh mal weg hier, danke. Du Brillenschlange, was stehen hier eigentlich alle hier in der Ecke rum? Hier stehen so viele in der Ecke rum einfach. Also guck mal hier einfach so, lalala. Reagier mal auf Monster School. Ganz ehrlich, ich habe diesen Sinn von Monster School noch nie verstanden. Und ich finde es auch irgendwie... Weiß nicht. So, bald mal fertig hier. Danke. 1, 2, 3. So. Yeah, ein Tyrannosaurus Rex Embryo, was jetzt wieder in den Ofen kommt. So, was ist das eigentlich? Straußenei. Mhm. Und jetzt wird der Embryo in das Straußenei geballert. Hallo Lars, wie geht's dir? Hallo Tim, mir geht's super, dankeschön. Was glaubst du, wie Kroko aussieht? Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe so ein... Alter, Kroko heißt ja Andreas, ne? Und bei Andreas habe ich so ein gewisses Bild im Kopf. Und ich bin mal gespannt, ob der Kroko das erfüllt. Kannst du mal bitte mich als Freund hinzufügen? Nein, kann ich nicht. Das sind einfach viel zu viele. Das sind mittlerweile so viele geworden. Lars, Minecraft Raft ist echt cool und nur musst du sehr viel angeln. Ja, Andreas, haben wir doch gespielt vor ein paar Wochen. Ja, ich sollte auch das Embryo mal nehmen, ne? Da war es jetzt... Oh boy, wir müssen den ja auch wieder rausholen, den Großen, ne? Warte mal, hier, Betäubungsfall und Kiste. Und dann habe ich keine Ahnung, wo ich die Kiste dann... Also wo ich den dann... Nur Baby-Dinosaurier. Und wo kommen die richtigen Dinos dann hin? Was haben wir hier? Was ist Station 6 denn? Was passiert denn hier? Kann ich hier Eier vervielfältigen? Sobald du einen neuen Dinosaurier platziert hast, füllen wir diesen Raum mit Eiern dieser Art. Eier können in der Brutkammer, im Labor oder direkt im Park platziert werden. Okay, okay, okay. Okay, das heißt... Ach, die fangen an, hier Eier zu vermehren. Ach, wie cool ist das denn? Okay. Von jedem Dino, den wir da rein platziert haben. Und warum ist hier noch Geblubber? Muss ich irgendwo hin? Okay. Pass auf. Huah! So. Es ist so cool, wie die auch einschlafen. Also, pff. Jetzt. So, komm mal her.
Nein. Ey, der lag da doch noch. Mann, was ist denn los? Der lag da noch. Upsi, geh nochmal schlafen. Es ist sehr lieb von dir. Voll cool. Das ist einfach so cool gemacht. Kannst du mal Challenges machen, so wie seltene Sachen suchen in Minecraft und so wie Basti Giagi, ne? Nein, danke. Jetzt, Mann, geh doch mal in die Box, Junge! Ja, jetzt mal genug hier. Muss mal aufhören, dich die ganze Zeit zu betäuben. Du musst doch irgendwann mal hier... Danke. So. Jetzt habe ich den in der Box. Nee, du willst da nicht rein. Wirklich nicht. Hallo? Okay, jetzt müssen wir warten, bis der groß ist, ne? Glaubst du, dass es Herobrine in Minecraft gibt? Nein, gibt es nicht. Es gibt sogar Patch Notes, wo steht, dass Herobrine ein Scherz war. Und es gibt keinen Herobrine. Hallo? Alles gut? Was ist eigentlich hier? Achso. Na? Schrei mal. Der macht dann auch den Mund so auf. Toll. So, Lars, ich geh offline. Bis demnächst. Lass dich ärgern und genieße deinen Tag. Christian, Dankeschön und schlaf schön. Komm, jetzt schrei mal. Ich möchte dich einmal so roaren sehen. Da hat er aber auf uns gehört, ey. Alter Schwede, ey. Der macht das. Ja, ist gut, ist gut, alles gut. Hallöchen. Zockt deine Verlobte auch Minecraft? Nee, die zockt andere Spiele. Muss er noch auswildern, wenn er klein ist? Nö. Mein Mods-Test habe ich gesehen. Okay. Wo müssen wir denn jetzt mit dem eigentlich hin? Außerdem haben wir noch dieses Gewobbel hier hinten wieder irgendwo hin. Ich weiß gar nicht wohin. Weil wir alle Proben haben. Was muss ich denn in der Garage? Warum soll ich mir ein Auto nehmen? Ich fahre einfach mal. Vielleicht geht es jetzt um die Auswilderung von dem hier. Kaya Jana ist jetzt auch Livestreamer. Ja, habe ich schon lange, lange gesehen. Kaya auch mega cooler Typ. Neuer Saurier? Hä, wie neuer Saurier? Ich habe doch keinen neuen Saurier. Ich hoffe. Oh. Du tust mir nichts, ne? Warte. Ich tue schon mal vorsorglich einen Pfeil laden. Chill mal. Bitteschön. Hier, ihr habt Zuwachs bekommen. Hier, guck mal. Voll süß, ne? Mal wieder läuft. Okay, was jetzt mit dem T-Rex? Einmal auf und wieder zu. Kannst du mal zeigen, wie man brennende Pfeile ohne Command-Block herstellt? Brennende Pfeile? Du schießt durch Feuer? Keine Ahnung. Tschö, Maxi! Ja, Wetter ist hier wie überall, ne? Es ist heiß. So. Okay, wir gucken mal gerade, was jetzt mit dem T-Rex ist. Was ist eigentlich hier hinter? Kann ich hier? Hallo, random Minecraft! Komm morgen Mystery. Ja, bis jetzt das so geplant. Aber wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay, das sind die Versorgungswege zu Fuß, ja? Mhm. Wo komme ich jetzt hier raus? Hallo? Okay. Ich würde immer lieber den Helikopter nehmen, weil dann sieht man viel mehr. Diese Wege hier sind alle so verwirrend. Sind so viele. Du musst den Park starten. Ich weiß, der war doch schon an. Wir haben ihn wieder geschlossen, damit wir Fossilien sammeln gehen können und der Park nicht auseinanderfliegt in der Zeit, in der wir nicht da sind. So. Labor. Könnt ihr mal... Was ist denn hier los? So.
Silvia, hallo Silvia, danke. Tschö, Astiga, schlaf. Alter, hab ich... Da guckt ein T-Rex durch die Wand, Mann. Hab ich mich erschrocken, Alter. Alter. Ja, hi, Großer. Alles gut? Oh, boy. Hier. Nein, nein. Bist du verrückt? Okay. Ich steck jetzt diesen riesen T-Rex in diese kleine Box hier. Hallo? Ich versuche das gerade. Es ist schwer. Du musst. So. Hab ich mich verjagt, ey. Ich glaube, der T-Rex ist erwachsen, Alter. Der ist nicht nur erwachsen. Hallo, Leute, was ist denn hier los in dem Aufzug, Mann? So, wo gehört denn der T-Rex hin? Warte, ich gehe aufs Dach. Also, ich möchte anmerken. Ich möchte anmerken, ich habe den riesen T-Rex in der kleinen Box in meiner Hosentasche, ja? Mark of Phoenix spielt jetzt auch Bedrock. Ja, ich weiß, nachdem ich mich mit ihm unterhalten habe und er ein paar Fragen an mich hatte. Alles gut. Wieso sagst du nie Leute? Hä, wie Leute? Na, wieder nur 6 Stunden Schlaf, ja... wie? Warum sagst du nie Leute? Hä? Ich verstehe dich nicht. So, wo gehört der jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo der hingehört. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der hingehört hier. Lass ihn im Park... Ich lass ihn einfach so raus und mach dann den Park auf. Naturschutzamt, das ist keine artgerechte Haltung. Ja, genau. Dann schick doch mal den Naturschutzbeamten da rein zum T-Rex und der sollte mal ein bisschen betüdeln. Ich wüsste gern, wo der hingehört. So, wir können ja mal gucken. Warte. Was wohnt denn hier? Was wohnt denn hier drinne? Leitfaden zum Königreich des T. Gehören hier die T-Rexe rein? Königreich des T? Was ist das da, ein T-Rex? Das ist doch... Alter, sind die riesig! Das ist ja wie das Unterwassermonster, was wir gesehen haben. Boah, Halleluja, wie kriege ich den denn... Kriege ich den denn hier ausgesetzt, sag mal? Ich komme hier nicht mehr an meinen Helikopter. Oh, oh, das könnte jetzt tödlich enden, ne? Möchte ich mal anmerken. Nee, ich glaube hier rein. Ich glaube hier rein gehört der T. Ich versuche gerade wieder zu meinem Heli zu kommen irgendwie. Au. Habe ich noch was zu essen? Ja, Gott sei Dank. Puh. Wir werden sterben. Vom Baum schmeißen und wegrennen. Ja, das Problem ist, den Kasten einfach runterschmeißen bringt jetzt nicht so viel, ne? Was wir theoretisch machen könnten. Aber guck mal, ey, die sehen schon cool aus, ne? Guck mal. Aber sind das Einzelgänger? Ich meine, wenn ich jetzt hier einen zweiten reintue, zerfleischen die sich gegenseitig oder? Ich weiß ja nicht. Wie sehr mögen die sich denn gegenseitig? Ja, ja, alles gut. Ich hab dich gehört. Warte, ich geh mal gerade darüber. Alles gut, mein Großer. Bleib mal locker. Immer locker durch die Hose atmen, ja? Ich komme echt nicht mehr an den Hubschrauber, ne? Ich komme hier nicht mehr drauf. Ich komme hier nirgendwo drauf. Wie doof ist das denn, Mann?
Ich wollte doch nur dem armen Dino ein neues Zuhause geben. Nee, ich komme da nicht mehr drauf. Okay. Egal, da müssen wir... Hallo T-Rex? Na, alles tutti? Und der hat sogar so Narben, finde ich voll cool gemacht. Alles gut? Alles gut? Komm. Leitfaden zum Königreich des T. Das Problem ist, da komme ich jetzt so auch nicht rein. Aber hier ist... Warte mal, was ist das hier? Kann ich das... Nice. Hallo Leitfaden. Wie sinnfrei ist das denn? Ja, warte mal. Danke. Willkommen im Königreich des T-Rex, wo man die Stärke und Pracht der Königin der Tyrannen-Echsen bewundern kann. Dieser Tyrannosaurus Rex wurde aus dem ursprünglichen Jurassic Park gerettet. Die Leute nennen sie Rexy. Hattest du während YouTube schon mal Urlaub eine Pause? Nein. Seit 3 Jahren nicht, nein. Empfiehlst du das, Addon? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Man kann sehr, sehr lange Spaß dran haben. Man ist stellenweise... Hier gibt es echt T-Rex-Fanshirts. Wie geil ist das denn? Man ist auf jeden Fall stellenweise überfordert, weil die Map einen halt relativ alleine lässt, ne? Und manchmal ist es dann echt sehr stressig und sehr schnell und so. Aber ich würde gerne hier jetzt einen T-Rex aussetzen bei der Rexy. Ich weiß noch nicht, ob die sich verstehen. Frage an den Chat, soll ich abonnieren? Nein, bitte nicht. Mach nicht. Bitte nicht. Also, wenn du den Chat fragen musst, dann bist du hier fehl am Platz. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kam zwar rein, aber... Wieso komme ich denn hier nicht... Ja, da müssen wir mal gucken, dass es irgendwie anders... Was ist das hier? Dann spawnt man Schafe! Alter! Wie brutal! Man spawnt einfach Fettschafe! Geil! Voll die Hommage an den Film, aber wie cool! Neben dem NPC war noch ein Lesepult. Ja. Hab ich gesehen. Alles gut. Okay. Gehen wir mal weiter rum. Was ist hier eigentlich? Was ist das? Minecraft Survival Stream? Nee, glaub nicht. Das ist ja nicht so spannend, ne? Also. Bin ich hier jetzt. Bin ich schon wieder komplett rum? Ich wollte wieder zu dem Dude da, wo es hochging und so. Ich bin gerade echt... Ich bin schon wieder rum, ne? Ich hab's schon wieder verklatscht. Okay. Das ist ein großes Tor. Ja, ich will doch nicht da rein. Bist du betrunken? Wer geht denn freiwillig hier rein? Okay. Ich muss nochmal ganz rum. Endlich habe ich einen Stream gefunden. Mowgli, yay! Ist YouTube dein Beruf? Ja, YouTube ist mein Beruf. Mein Unternehmen, ja, mein Unternehmen. Also dieser YouTube-Kanal ist ein Unternehmen mit Angestellten mittlerweile. Ja, hier kann man nur so gucken, ne? Aber ich will halt nicht. Du kannst doch nicht da reingehen, Alter. Ich kann doch nicht da reingehen. Ich muss ganz viele Schafe spawnen, da muss ich ganz schnell reingehen. Warte. Schaf. Rastet voll aus. Ich guck später noch Promi Big Brother. Ich hab geguckt, ne, wer so im Promi Big Brother dabei ist und dachte mir so,
Okay, ich kenne keinen davon. Was ist das als für Randoms? Kannst du mal mit Kroko irgendwann ein Hardcore-Projekt machen? Oh Gott, da werden wir beide nicht alt. Deine Frau ist bei dir angestellt? Unter anderem, ja. Und bald wird wahrscheinlich noch jemand angestellt. Wenn YouTube weiter so gut läuft, dann werde ich noch jemanden einstellen. So. Also, stell dir vor. Ja? Stell dir vor, du bist Mitarbeiter im Jurassic World. Und dein Leben, was dich von den T-Rex trennt. Hallo, Baris. Dein Leben, ja, was am seidenen Faden hängt, vom T-Rex gefressen zu werden. Ja, ist auch gut. Hängt von einer kleinen Tür ab. Alter, der übertreibt aber auch ganz schön, ne? So. Mach doch, was du willst. So. Wünsche viel Spaß heute, muss morgen wieder sehr früh raus und kriege ich jetzt ins Bettchen. Gute Nacht, alle. Gute Nacht, Feli, und Dankeschön. Ihr könnt ja alle mal in den Chat schreiben, Hashtag Feli loben. Einer der Mods, die hier ganz viel arbeiten. Und das völlig umsonst. Vielleicht sollte ich die Mods mal einstellen, die hätten es voll verdient. Hallo, Fauli. So, jetzt schauen wir mal. Ja, hi, Großer. Alles gut? Hast du Hunger hier? Nimm ein Schaf. Das ist ein Überwachungskerb. Pili loben, yay! Wann gibt's den Bedrock Community Server? Keine Ahnung. Kann man sich bei dir als Angestellter bewerben? Nein. Also, das ist schwierig. Betäube ihn, das hätte auch geklappt, ja. Gute Nacht, Armin, alles gut. Hier, guten Hunger. Das Ding ist, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Guck mal, wir haben jetzt gleich auch 22 Uhr, es wäre normale Streaming-Zeit. Wir könnten jetzt aufhören und ich würde aus der Map ein Projekt machen. Hi, Katastrophenkeulen. Holt euch hier eure Katastrophenkeulen. Ja, danke. So. Ich möchte mir unbedingt noch das Unterwasservieh will ich gerne noch sehen. Also da würde ich gerne noch mal näher ran. Das war so riesig, das Ding einfach. Halt noch ein bisschen, ne? Weil das Problem ist dieser, zum Beispiel dieser Fun Fact, dass der T-Rex einfach so riesig wird und ich mich einfach zu Tode erschrecke, wird natürlich beim nächsten Mal nicht passieren. Macht mal den Park wieder auf. Ja, wir haben gerade Nacht. Da, da. Ich will mir den angucken. Ich will da irgendwie rein. Also ich will nicht direkt ins Wasser, ich will einfach nur ans Wasser ran. Weil, warte, Schnellbau F. Was kann man hier schnell bauen? Koppel, Trainingszentrum, auffüllen, speichern, entfernen, laden, hä? Was kann ich hier laden? Trainingszentrum? So, Trainingszentrum, bitte. Was kann ich hier trainieren? Hallo? Nur Raptoren, Plumaraptoren und Symmachosophos können trainiert werden. Fange mit einem Baby-Dinosaurier an und füttere ihn per Hand, bis er dir vertraut. Wenn der Dinosaurier herangewachsen ist, kannst du den Klicker nutzen, damit er lernt, mit dir zu kommunizieren. Nutze Befehle, damit er Gegner angreift, zu einem Ort geht oder zu... Boah, ich kann sogar die Dinos trainieren und so und anzüchten, also dass sie wirklich auf mich hören und mir helfen und so. Das ist ja cool. Das ist schon sehr cool. Aber ich will das Riesen-Unterwasservieh sehen. Entweder der Livestream hört gleich auf oder wir streamen halt weiter und machen wahrscheinlich kein Projekt draus, weil... Mosasaurus Leitfaden. Man glaubt, dass der Mosasaurus nahe der Wasseroberfläche auf Jagd ging, wo er alles jagte, was er zwischen seine Zähne bekommen konnte, inklusive Schildkröten, große Fischen oder kleineren Mosasauriern. Kannibale? Seine eigene Art gefressen? Was ist denn für ein Riese, ey? Und was da hinten? Wird der da hinten irgendwie gefüttert oder was ist das da? Ich will mal gucken. Hallo? Okay. Der ist ja mega cool.
Alter. Ich muss ja sagen. Spring rein! Nee. Ich muss ja sagen. Ich hab ja Schiss vor Wasser, ne? Also ich hab im echten Leben hab ich echt Schiss vor so offenen Gewässern und so weiter und so fort. Und es war zum Beispiel für mich, war es unheimlich schwierig, Subnautica zu spielen. Also ich hatte wirklich, wirklich echt Angst in diesem Spiel. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich da amortisiert hatte und wirklich ganz entspannt Subnautica spielen konnte. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Aber hier zum Beispiel, ich würde hier echt nicht reingehen, ne? Guck mal da. Pass auf, die hängen da einen Fisch raus. Alter, die hängen da echt einen Fisch. Was ist los? Ja, genau! Wer streamt in der Ananas? Ganz tiefe Meer. SpongeBob, stream, komm! Ja, und hier zum Beispiel, ich hätte hier echt Schiss reinzugehen. Also, man kann das witzig finden und so weiter. Ne? Man kann sich darüber belustigen. Keine Ahnung, ist ja auch okay. Jeder hat so seine Macken, ne? Aber das ist schon so. Alter, springt er einfach da hoch. Tut mir leid, aber ich mag dich nicht. Das muss dir ja nicht leid tun. Das muss mich auch nicht jeder mögen. Aber ich frage mich immer, warum die Leute dann hier rumhängen. Kein Fisch, sondern ein Hai. Ja, ein Hai ist ja auch ein Fisch. Oder bin ich Banane? Ich würde das gerne nochmal sehen, so von nahem. Ich finde das ultra faszinierend, auch so Orcas und so und weiß ich nicht und unter Wasser, aber ich finde das immer furchtbar beklemmend. So. Also die hängen dann Hai hin, ne? Der frisst einfach einen ganzen Hai, Alter. Was ist los mit dem? Okay. Könntest du vielleicht einen Kölner Dom bauen? Ui, Kölner Dom, das ist schon schwierig. Also, vor allem bei so echten Projekten ist es halt immer schwierig, dass die Leute immer einen sofort korrigieren, wenn man es nicht perfekt richtig baut, weißt du? Was ist das hier? Ach so, hi! Ach, hier unten kann man auch noch rumrennen, okay. Hallo! Hallo! Ich hab ne Keule und du? Okay, cool. Was wir jetzt nochmal machen ist, wir machen den Park nochmal auf. Mich würde interessieren, ob dann viel, viel mehr NPCs hier rumrennen. Ich liebe Zucker. Ja, mein Zuckerbach, den nehme ich auch. Was hast du hier? Katastrophenkeulen, okay. Wir müssen wieder in die Pyramide, ne? Die Musik ist so laut. In einem richtigen Projekt würde ich die auch ausmachen, also da ging es leider nicht, weil es alles Copyright-Musik. Ich mache jetzt erstmal den Park wieder an. Und dann gucken wir mal. Sag mal, wohnen hier Mitarbeiter oder wie ist das gedacht? Warte mal, wo war denn jetzt die Pyramide? Da hinten, ich bin auf der falschen Seite, okay. Ja, versuch den mal mit Ölsardinen zu füttern. Bis morgen früh noch dran, weißt du? Der verdaut die schneller, als du die da reinkriegst. My little creative world. Gute Nacht und Schule ist immer wichtiger. Schule ist wichtiger, als hier rumzuhängen und zuzugucken. Finde ich gut, dass du sagst, ich muss ins Bett, morgen ist Schule. Sehr verantwortungsbewusst. Ja. Kann man das Aussehen von NPCs verändern? Ja, kann man. Mich würde nur mal interessieren, ob hier wirklich ganz, 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 ganz viele Menschen rumrennen, wenn der Park mal auf hat und so. Das ist auch so cool hier, ne? Mega cool. Was ist da? Spinosaurus! Das hatten wir, ne? Wie ein Krokodil unter der Wasseroberfläche. Ja, das hatten wir schon. So. Hier ist das Hologramm wieder, das ist super cool. Das ist so cool. Das ist so cool! Jetzt müssen wir... Wo war das hier? War das hier bei Hammond Creation Lab? Ja, ne? Ja, hier rein.
Bingo-Dino-DNA. Use DNA to craft an embryo. Then put it on an ostrich egg. Okay, cool. Dr. Wu, hallo Dr. Wu. So, wir machen den Park nochmal auf. Was hängen die denn alle hier drinne? Preis, ich glaube eben stand im Chat 8 Euro, ne? Kostet die Map. So, der Hype ist schon bei 480. Nice. Der Park ist geöffnet. Ach, der Hype entscheidet, wie hoch unser Verdienst ist. Wir bekommen mit jedem Tick 480, okay? Wir haben keine aktiven Desaster. Aber guck mal, wie viele Nullen da sind. Das sind 10, 100.000, 10.000, 100.000 Millionen. 10 Millionen Desaster in unserem Park. Okay, aber aufs Dach. Da kriege ich den Hubschrauber wieder. So, danke. Jetzt würde ich gerne... Saboteure am Ostdock. Ja, nee, das ist mir gerade egal. Ich möchte einfach nur gucken, ob hier viel mehr Menschen in den Park kommen jetzt. Sieht nicht so aus, ne? Oder? Weiß nicht. Warte, wo kommen die Menschen denn auf die Insel? Da hinten, ne? Wir gucken mal, ob da so NPCs auf die Insel kommen oder so. Oder ob die hier spawnen oder weiß nicht. Mal, was hier hinten so ist. Wir fliegen einfach mal rum. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir auch Dinos hier unter Wasser. Ich weiß es nicht. Können wir ja gleich mal reinspringen und gucken. Ha, ich habe noch Ferien. Ja, du glücklicher. Nicht jeder. Nicht jeder. Wie wir eben hatten, ne? Seit ich YouTube mache, hatte ich keinen Tag mehr frei, weil... Wenn ich Samstag oder Sonntag kein Video mache, dann kommt direkt so... Oh, Lars, wieso kam kein Video? Ach so, hier sind Saboteure. Oh, okay. Was los? Ihr kriegt direkt den Elektroschocker hier, ihr Saboteure. Elektroschocker! Elektroschocker und Elektroschocker. Eigentlich wollte ich gar nicht hier irgendwie Saboteure killen, aber gut. Kann man eigentlich noch auf irgendwie eine andere Insel oder so fahren? Waren nicht bei Jurassic World mehrere Inseln? Kannst du bitte blau ausmachen, also hellblau, weil ich will nicht wieder einen Anfall bekommen. Wie hellblau? Hä? Wie soll ich denn hellblau ausmachen? Mit dem Zug kommt man in den Park. Ja, hier mit der Magnetbahn, ne? Hier, Magnetbahn-Mitarbeiter, fahren wir noch mal eine Runde, komm. Danke und los geht's. Wie kann man im Mystery Kommentare schreiben? Du schreibst einfach unter das Video Kommentare. Ist richtig cool gemacht, ne? Also ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auch die Monster-Hitboxen und so, das ist alles super cool gemacht. Wir können ja jetzt noch mal eine Runde weiterfahren, weil die Strecke hier sind wir ja schon gefahren. Das war auch super episch am Anfang mit der Musik und so. Aber die Strecke geht ja noch weiter. Fahren wir noch ein Ründchen weiter. Lucky Block? Nee, Lucky Block finde ich langweilig, ehrlich gesagt. Weil Lucky Block halt einfach nur Lucky ist. Also weil es nur Glück ist, mehr ist es nicht. Es ist einfach nur Glück. Und ich mag das immer nicht, wenn es einfach nur Glück ist. Das macht dann wenig Spaß. So, wir fahren mal weiter. Ja, hier ist halt der Riesenfisch, ne, da. Der Riesen-Dino, der Wasser-Dino. Ja, Objekt außerhalb der Abgrenzung, Abstand 3. Ja, ist egal. Die Dinos werden irgendwann den Park übernehmen, wenn wir nichts machen, aber... Na, guck mal, wie lange wir schon fahren, nur für dem sein kleines Becken hier. Weil der Riese einfach ein bisschen Platz braucht zum Schwimmen. So, was haben wir hier? Fahr mal weiter, ne? Tschö. Ey, ich will weiterfahren. Gyrosphäre, Gallimus, Vogelhaus. Baumhaus? Okay, also man fährt gar nicht mehr. Wir sind direkt hier. Brachiosaurus Valley. Oh, wie cool. Hast du gesehen, da die Großen? Warte. Ich muss noch was essen, ne?
Wie stehst du zu Zoos im echten Leben? Ich mag es überhaupt nicht. Mag es überhaupt nicht. Letzten Endes ist es einfach, es ist wie eine menschliche Freakshow, es ist halt Tierquälerei, ne? So. Ach, die sind auch cool. Hallo? Kommst du zu mir? Willst du Zuckerwatte? Willst du Zuckerwatte? Willst du Zuckerwatte? Offensichtlich nicht. Okay, die sind aber auch schon mal cool. Auf der anderen Seite? Chinesischen Garten habe ich gelesen. Schon 5-mal oder so. Kann man das Addon auch in eine eigene Welt benutzen? Nein, das kannst du nicht. Was ist hier? Weil du musst ja im Prinzip diese Jurassic World... Du könntest vielleicht... Ja, man könnte vielleicht diese Verhaltensmuster und so benutzen, aber... Ich muss das mal ausprobieren. Ich habe es noch nie versucht, so ein DLC irgendwie auf eine eigene Survival-Welt umzulegen. Ich müsste es mal probieren. Also hier scheint ja schon mal nichts drin zu sein, ne? Scheint ein leeres Gehege. Schade. Okay, gucken wir mal weiter. Es gibt ja noch ein paar Gehege, ne? Gehen wir einfach da noch hin. Essensverkäufer, yay! Ich habe noch genug Essen, nerv nicht. Du willst nur mein Geld. Du bist voll geldgeil, Essensverkäufer. So, Mosasaurus waren wir schon. Stadtzentrum waren wir auch schon. Gallimimus waren wir auch schon. Die Gyrosphäre waren wir da auch schon. Was die Gyros... Ach, das sind die hier. Ja, da waren wir auch schon, ne? Wir haben eigentlich schon vieles gesehen. Die sind auch mega sweet einfach. Ich finde die so niedlich. Hier ist auch irgendwie gar nichts groß abgegrenzt, ne? Okay. So einfach kommst du zu Dinos. Na dann. Hallo, aber ich glaube, die sind auch voll lieb, ne? Hallo. Die sind voll lieb. Die sind einfach voll lieb. Okay. Wir haben hier gar keinen Gehegewagen, ne? Wo ist der denn? Es gibt ja diese kleinen blauen Gehegeautos, aber die habe ich noch nicht... Die habe ich noch nicht entdeckt. Eisen in die Triceratops? Die hier? Ja, doch, ich glaube schon. Was ist das? Okay, hier ist nichts. Ich dachte, hier wird man vielleicht teleportiert. Das kam ja jetzt schon ein paar Mal vor auf der Map, dass wir mehrfach rumteleportiert wurden. Aber... Das ist ja auch eine Gyrosphäre. Also, heißt ja jetzt nicht Triceratopsphäre oder so. Ach, guck mal! Da haben wir sie doch. Also, es ist eigentlich super für zwei Spieler geeignet, ne? Einer macht die Desaster, andere geht Fossilien holen und andersrum und so. Kroko, hast du Bock? Kroko, hast du Bock? Was ist das für ein Pfeil, den du hast? Wir haben einen Betäubungspfeil und den Betäubungsstock. Das ist voll cool, guck mal. Legendary Arctic Phoenix oder Phoenix. Ja, ich guck's mir mal an. Ich kenne es noch nicht. Okay, ich muss mal den Kroko fragen, ob er da Bock drauf hat. Weiß nicht, ob der Kroko da Bock drauf hat, aber könnten wir eigentlich machen. Und dann können wir so... Da kann ja auch jeder seine Folgen so gestalten, wie er will. Weil der eine macht die eine Aufgabe, der andere die andere und so. Das ist schon mega cool. Was hast du da an? Ja, die Dino-Rüstung hier. Den ACU-Helm, Hose und so weiter, Anti-Dino. Okay. Hier, könnt ihr spielen. Von wo hast du die Mod her? Das ist keine Mod, das ist eine Map aus dem Store. Die neue Jurassic World Map. Okay, wo können wir noch hin? Was? Hier steht Tour. Was für eine Tour? Möchtest du mit der Magnetbahn fahren an einer Tour von Jurassic World teilnehmen? Ja, lass mal machen. Ah, okay. Es gibt noch eine Tour. Dann machen wir gerade mal die. Werde jetzt von alleine? Okay. Kriege ich jetzt irgendwas erzählt oder so? Oder was ist das für eine Tour? Was kommt beim nächsten Mal streamen? Ja, irgendeine andere Map. Wir streamen meistens irgendwelche Maps.
Ich will ja nicht sagen, ne, aber das ist irgendwie die langweiligste Tour seit langem. Die ist so. Ja, kein Mensch sagt was. Hallo, kannst du den Chat sehen, Lars? Ja, kann ich, Pascal. Hi. Was soll das, Stream Elements? Hä? Stream Elements ist ein Bot. Okay. Schade, ich fände es cool, wenn hier noch viel mehr NPCs rumrennen würden. Weißt du, wenn du den Park aufmachst und auf einmal noch so 10 NPCs spawnen. Oder 20 oder 30 oder 40, die so rumrennen. Ja, Mosasaurus, da waren wir doch schon. Da könnten. Okay. So, ich mein einfach so. Viel Spaß, mein Kart. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die geile Tierfütterung an. Ich finde das so cool gemacht. Ich möchte das einfach nochmal sehen. Und machen dann da auch einen Break und ich guck mal, ob der Kroko vielleicht Bock hat. Da, der Hai. Da wird der Hai rausgeschoben und jetzt kommt da, unser Kollege. Wow, das ist so cool. Das ist einfach so cool gemacht. Ich glaube, wenn ich ins Wasser gehe, wird der einfach so weg wären wir. Was hast du für eine Kamera? Meinst du hier jetzt die Kamera? Das ist eine Sony Alpha 6000, glaube ich. Wir streamen jeden Mittwoch um 20 Uhr. Jeden Mittwoch um 20 Uhr streamen wir. Okay. Spring! Spring! Ja, das habe ich gelesen, eher ein Plesiosaurus, Mosasaurus, ein viel größer. Ja, das ist ja auch schwer, das Verhältnis einzuhalten. Ne? Ich meine, es ist ein Spiel. Man muss ja nicht immer alles so genau nehmen. Ne? Bitte ein Projekt ausmachen. Ich frage mal den Kroko, ob der Bock drauf hat. Wie kannst du das Inventar ausblenden? Ach, du meinst hier, das ist das F1. Springen, wir müssen wissen, was passiert. Okay, yay! Hallo, Großer. Warte, warte, warte. Ja, ja, warte. Wir warten, bis der nochmal wegschwimmt. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin der Baum. Ich bin der Baum. Okay, warte, warte, warte. Alter. Ganz ehrlich, ich habe ja eine VR-Brille, ne? Ich habe ja schon Minecraft VR gespielt. Und wenn ich mir überlege, jetzt die VR-Brille und Minecraft wäre einfach so OMG. Also jetzt mit der VR-Brille würde ich, glaube ich, hier sitzen und schwitzen. Alter. Pauli, alles gut. Pipi-Pause bitte. Lars, du hältst mich mit deinen Videos und Streams immer in Stimmung. Ich finde, du hättest viel mehr Abos verdient. Mach weiter so. Max, freut mich. Mehr will ich gar nicht. Die Abos sind mir vollkommen wurscht. Solange genug Leute es gucken, genug Leute die Werbung gucken und ich damit alle meine Rechnungen bezahlen kann, bin ich vollkommen zufrieden. Greif nicht an, oder? Ne, nee, offensichtlich nicht. Ich denke, wenn wir es hauen, würde es angreifen. Aber was bestimmt lustig wäre, wäre, wenn wir es betäuben. Warte. Geht das? Ich glaube, der ist wirklich nur Deko. Let's Minecraft, hi. Nee, ich glaube, wir machen ein Projekt draus. Spring mit dem nächsten Haifutter auch ins Maul. Nee, ich glaube echt, dass er keinen Schaden macht. Ich meine, das ist schon cool hier so, ne? Komm so. Das ist schon mega cool. Schlaf jetzt. Bumm. Hat du Hunger? Hat du Hunger? Ich glaube, der ist wirklich. Ich glaube, den zu treffen ist unheimlich schwierig. Hä?
Weil die Hitbox ist ja immer noch so klein wie bei einem normalen Fisch oder beim Delfin oder so, ne? Nur der Skin wurde ja im Prinzip verändert, also die Optik, ne? Deswegen ist es echt schwer, den irgendwie zu treffen. Weil ich keine Ahnung habe, wo dem seine Hitbox ist. Aber, okay. Schlag ihn mit der Hand. Nie im Leben geht das zu dicker Haut. Ja, natürlich. Aber wir sind in einem Spiel immer noch. Okay, Leute. Ja, ist egal. Der ganze Park fällt auseinander, weil wir machen ja nichts. Ich werde mal den Koko fragen, ob der Bock drauf hat, das zu zweit zu machen. Drück F3 und B, dann sehen wir die Hitbox. Wir sind hier in der Bedrock Edition. Ich weiß nicht, ist das da auch so? Aha, Emotes. Warte. Hallo! Kannst du mich am Ende raiden? Nein, wir sind hier auf YouTube. Es gibt 5 Inseln in Jurassic Park und World. Ja, keine Ahnung, ob es hier auch 5 Inseln gibt. Das ist die gute Frage. Gute Nacht, Lars. Muss jetzt nicht mit. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Pass auf. Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Die Map war super. Die gefällt mir sehr gut. Warte, könnte ruckeln? Nee, ruckelt nicht. Okay. Ich frage mal Kroko, ob er Bock drauf hat, weil ich denke, es wäre ein super Zwei-Mann-Projekt, weil da kann einer Fossilien holen, der andere kann ein bisschen den Park am Laufen halten, dann kann der andere Fossilien holen und den Park am Laufen halten, also man kann sich so abwechseln in den Rollen, man kann verschiedene, wir können Gehege selber bauen, ne? Wir können so einen Gehege-Bauwettbewerb machen und so, also es ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht und ich denke einfach, wir schauen mal, ob wir da vielleicht ein Zwei-Mann-Projekt rauskriegen, wenn nicht, dann muss ich mal gucken, aber wann kommt Bedrock? Ja, Bedrock kommt, wir haben ja erstmal die Mystery-Woche, ne? Und danach gucken wir mal weiter mit dem Bedrock-Guide. So. Weil ich würde den Bedrock-Guide, ehrlich gesagt, gerne so langsam ausklingen lassen bis zur 1.17, wobei die 1.17 steht ja auch schon wieder vor den Türen, ne? Im Dezember wahrscheinlich, die 1.17. Aber wir müssen mal gucken, wie das weitergeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wie heißt das Projekt, wenn es kommt? Keine Ahnung, vielleicht Dino Reiter 5000. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Guck mal, manche Leute, alle Brawler-Skin und ich habe die letzten 2 kleinen Änderungen vorgenommen und die neue Version von bis zu spenden, sondern einfach ein Bild von der Tomate. Was? Was? Was stimmt nicht mit dir? Miguel, erst denken, dann schreiben oder reden. Die 1.17 wahrscheinlich, wahrscheinlich November, Dezember. Also es gibt die ersten Anzeichen für die 1.17. Das heißt, bald kommen schon wieder Pre-Releases. Das heißt, es geht direkt nahtlos weiter. Aber ich würde sagen, danke für deine Mühe mit den ganzen Videos und ich wäre am Anfang verloren gewesen bei Minecraft. Freut mich. Es gibt mal so viel zu lesen. Ich würde immer gerne einfach weitermachen. Ich muss auch noch Mystery aufnehmen und so weiter. Ich schaue mal, dass wir nächste Woche länger streamen. Ja? Ja, halte ich für eine gute Sache. Ich habe heute auch ein großes T-Shirt an. Im nächsten, pass mal auf, neue Welt erstellen. Guck mal hier. Habe ich auch bekommen von Microsoft, wollte ich eigentlich auch schon gespielt haben. Und guck mal hier. Ich habe hier schon ein paar Sachen so, ne? Also die Pac-Man-Maps bestimmt auch mega witzig. Aber nächste Woche Jurassic World. Nee, ich glaube nicht. Ich habe heute Geburtstag. Bedrock 2.0. Herzlichen Glückwunsch. Ab heute bist du Bedrock 3.0. Kann ich auf dieser Map auch spielen? Ja, du musst die halt kaufen, ne? Man sieht nichts.
Ach so, ja, ups, Entschuldigung. Warte, warte, nochmal neu. Warte. Mein Fehler. Denkt da mal nicht dran. Guck mal hier. Neue Welt erstellen. Nee. Ja, mehr entdecken. Zum Beispiel Pac-Man-Welt, habe ich auch schon. Ja, oder hier Ocean Expansion, da sind auch richtig geile Unterwassertiere bei. Ich habe schon versucht, das Raft Survival mit dem Ocean Expansion irgendwie zu kombinieren und zu vermixen, habe es aber noch nicht hingekriegt, weil ich hätte gerne das hier mit den ganzen Unterwassertieren. Fände ich ultra cool. Hier ist die Jurassic World von heute. Also so ein paar Sachen haben wir schon, ne? Und so ein paar Sachen wird es noch geben. Hier Marketplace vorgeschlagene, bessere Standardtextur, Hattori-Craft. Gibt da so viel Kram. Egal. Egal. Immer noch live. Ja, wir hören jetzt auf jetzt gleich. Kannst du das bitte lesen? Habe ich damit getan. Wann kommt das Raft Survival Ocean Projekt? Dafür muss der Bedrock Guide erst enden. Was erwartet uns in 1.17? Ja, das Cave and Mountain Update. So. Das Raft Survival Ocean Projekt würde ich gerne morgen starten, aber ich muss erst das Bedrock Projekt dafür in die Pause schicken. Weil ich kann nicht drei Sachen auf einmal machen. Niemals auf. Okay. Stimmt, was ist mit der Taverne? Beim Bedrock Guide, ne, zum Beispiel. Wir müssen da auf jeden Fall das, eigentlich das Dorf noch fertig machen, aber. Kannst du meinen Namen bei der Spender aktualisieren oder soll ich 200 spenden? Lieber Jonas, bei der Spender steht einfach der, der den höchsten Einzelbetrag gespendet hat. Das war bis jetzt Jonas von Luxemburg mit 100 Euro, glaube ich. Bei mir funktioniert die Leiter, ich spiele Mobile. Ja doch, da funktioniert die doch genauso. Genau. Mit Le Copa ein Video machen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Okay, Leute. Vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wir sehen uns im morgigen Video wieder oder halt nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr im Livestream, so wie fast jeden Mittwoch. Und ja, vielleicht habe ich bis dahin mal so neuen Merch-Kram oben angedockt an den Chat, aber die Pac-Man Minecraft Map. Ja, wir schauen mal. Aber für heute soll es erstmal egal sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und schlaft schön. Kommt gut in den morgigen Tag, kommt gut rein und dann sehen wir uns morgen. Ich bin raus. Vielen lieben Dank. Ciao. Mit V. Als willst du Stream beenden, da stehen einfach total komische Reime. Windows Sound.